Also, worum handelt es sich hier eigentlich? Also, die Schachfreunde Tegernheim haben hier schon mehrmals ein paar Turniere ins Leben gerufen, online, für Kinder unter 12 Jahren. Und da gibt es die U12 Liga A Teamkampf, es gibt die U12 Liga B und es gibt auch die U12 Liga C, die jetzt bereits vorbei ist. Und hier können verschiedene Vereine, Schulschachvereine sehen wir hier auch. Wir sehen Schach AG, Liebig Schule, wir sehen Schulschachverein LK Miesbach. Könnt ihr teilnehmen im Team und dann können die Kinder hier mitspielen. Ich finde, das ist eine super Sache. Denn so auch in der gerade ein bisschen schwierigen Zeit in Bezug auf Nachschach können die Kinder online spielen und können Erfahrungen sammeln, können eine schöne Zeit haben hier. Von daher, ich unterstütze das und deshalb haben wir auch hier diese Turniere gesponsert. Chessens, also meine Online-Schachschule, sponsert die Turniere insofern, dass die ersten drei einen Gutschein bekommen für meine Schachschule. Und zwar für den ersten im Wert von 50 Euro, für den zweiten im Wert von 35 Euro und für den dritten im Wert von 25 Euro. Und das gilt für alle vier Turniere hier. Es gibt nämlich noch ein weiteres Turnier. Nämlich es gab auch einen U18-Teamkampf, der ist jetzt auch gerade zu Ende gegangen. So sieht das Ganze aus. Zwei der Turniere sind schon vorbei hier, der U18-Teamkampf und die U12 Liga C. Wir werden mal ganz kurz auf die Ergebnisse reinschauen. Dann schauen wir auf die Turniere, die gerade noch laufen. Nämlich das ist die Liga B und das ist die Liga A. So, schauen wir mal hier rein in den U18-Teamkampf. Da haben sehr viele Teams teilgenommen tatsächlich. Insgesamt 20 Teams waren hier dabei. Und wow, das war ein ganz knappes Rennen hier. Ein ganz knappes Rennen. Und am Ende, und wir sehen das auch ein internationales Turnier, am Ende haben die Schachfreunde Jeugd aus der Niederlande haben hier gewonnen mit einem Punkt Vorsprung. Ein Punkt Vorsprung hier vor Schillerschule Hannover. Und dann AAG. Ich weiß nicht, wofür AAG steht, aus welchem schönen Land AAG ist. Können wir mal einmal versuchen herauszufinden. Das ist die Schulschach AG des Albrecht-Altdorfer Gymnasiums in Regensburg. Alles klar, aus Deutschland auch. AAG hier auf dem dritten Platz. Und das Turnier in der Einzelwertung hat gewonnen Rainer 001. Also gegen Rainer 001 werde ich dann bald eine Partie spielen. Ungefähr in 25 Minuten. Wir haben ja auch einen Teilnehmer dabei. Pardon. Jab Gett, schön, dass du hier auch einschaltest und mitgespielt hast. So. Rainer 001 hat das Turnier gewonnen, dahinter Reverse Galash und Never Ever Really. Und diese drei Schachfreunde dürfen sich über einen Gutschein von Chessens freuen. Für den ersten 50 Euro, für den zweiten 35 Euro und für den dritten 25 Euro in meiner Online-Schachschule. Okay. Das Turnier ist schon vorbei. Gehen wir mal zu dem anderen Turnier hier weiter, nämlich der U12 Liga C. Und hier, die Irish Juniors, die Iren, haben hier dominiert. Auch das ein internationales Turnier. Wir sehen die Spieler aus Irland, die Kinder aus Irland auf dem ersten Platz mit 283 Punkten. Und dann aus Österreich hier an zweiter Stelle und dann Schachwerkstatt Eichstätten an dritter Stelle. Wow, was für eine Leistung hier von den Irish Juniors. Und hier sehen wir auch auf den ersten drei Plätzen auch zwei Iren vertreten. Nämlich G. Sheehan, sage ich jetzt einfach mal. Und da werde ich ihn auch gleich noch zu einer Partie herausfordern. Und dann zweiter Stelle Lukas 2010, bereits mit einer Wertung von 2,358. Holla aus Österreich und hier iChess 2011 auch schon mit einer Wertung von über 2,3. Wir müssen uns ins Gedächtnis rufen, das sind hier Kinder unter 12 Jahren. Also alle Achtung. Alle Achtung. Clara und David Schönberg sagt, wir haben auch bei U12 mitgespielt. Ja, super. Sehr nice. Sehr cool. Freut mich. Und hier waren 10 Teams dabei. Ja, 10 Teams, 124 Teilnehmer. Und was hier passiert ist, die ersten drei von diesem Teamkampf, die steigen jetzt auf in die U12 Liga B. Das war jetzt die U12 Liga C. Und die ersten drei Teams hier, die Irish Juniors, Spitz Austria und Schachwerkstatt Eichstätten, die steigen auf. Und damit kommen wir auch zu dem noch laufenden Turnier, nämlich die U12 Liga B.
Und hier spielt tatsächlich auch, spielen auch die SMT, Schachfreunde Tegernheim Youngsters mit. Und die SF Tegernheim Youngsters, die werden betreut von Brunhilde Fischer. Und sie organisiert das hier quasi auch alles, diese ganzen Turniere. Ihr seht das hier auch jeweils in der Überschrift. Die sind alle von Schachfreunde Tegernheim organisiert. Also, und Brunhilde ist auch auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob wir hier etwas zusammen machen wollen. Und der Hintergrund ist tatsächlich auch, dass die Schachfreunde Tegernheim Youngsters hier auf dem zweiten Platz ganz knapp hinter SC Garching 1980 mit Chessons trainieren. Seit ein paar Wochen und dort in einem der Trainingsprogramme sind. Genau, von daher, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal hier rein. Wir haben hier noch ganz knappes Rennen zwischen dem ersten und dem zweiten Schachzeuge Magdeburg, sagt mir auch was. Sind ja ein bisschen abgeschlagen mit 20 Punkten, aber hier 2 Punkte Unterschied. Und ich werde jetzt mal schauen, gehen wir einfach mal in die Top-Paarung rein, oder? Hier von Endruck 0 gegen San 1508. San 1508 auch der Führende in dem Turnier und spielt für SC Garching. Und hier mit den weißen Steinen spielt Endruck für den FC Bayern München Schuhschach AG. Das ist natürlich auch jetzt ein Duell, wo ich nicht ganz unparteiisch bin. Oh, aber da ist gerade der Turm abhanden gekommen, oder? Kann das sein? Ist hier gerade der Turm abhanden gekommen, wurde angegriffen und wurde nicht verteidigt. Endruck mit sehr viel Zeit noch auf die Uhr, stellt den Turm ein. Und jetzt könnt ihr eigentlich auch getrost aufgeben, was er sicherlich gleich tun wird. Die beiden spielen mit einer Bedenkzeit von 7 Minuten und 5 Sekunden Aufschlag pro Zug, was man vielleicht gar nicht unbedingt denken würde, wenn man sieht, dass hier der Weißspieler noch mehr Zeit hat als am Anfang. Aber das ist nicht unüblich, sage ich mal, in dem Sinne, dass Kinder sehr häufig sehr schnell unterwegs sind. So. Zurück zum Turnier. Das war natürlich ein wichtiger Sieg für San 1508, der ihm 4 Punkte beschert hat. Er hat hier alle Partien bisher gewonnen. Er pflügt durch das Feld, hat eine Streak am Laufen. Da sind die Tegernheim Youngsters jetzt schon 7 Punkte hinten dran. Und jetzt kommt es natürlich zum Spitzenduell hier. Der führende Spieler von SC Garching gegen den führenden Spieler von den SF Tegernheim Youngsters. Schauen wir mal hier rein. Es ist nicht klar, ob diese Partie noch in die Wertung gehen wird, denn es sind nur noch 5,5 Minuten zu spielen. Aber wir können ja hier mal vorbeischauen. C3 Sizilianer. Hier kann man ganz gut direkt auf das Zentrum gehen mit Springer F6 oder auch D5. Denn in der Partie kann jetzt hier Weiß direkt das Zentrum besetzen. So kam es auch. Aber auch diese Stellung, ich meine, auch das kann man vermutlich spielen. Erinnert jetzt ein bisschen an Caro Kann, wenn der Läufer entwickelt worden wäre. E6 ist jetzt ein bisschen unglücklich, weil der Läufer hinter der eigenen Bauernkette, der ist jetzt ein bisschen traurig. Der kommt nicht so richtig raus, der kann nicht aktiv werden. Von daher E6, es wäre besser gewesen, erst den Läufer hier zu entwickeln. Arthur, du kannst mich auf verschiedene Arten und Weisen kontaktieren, zum Beispiel bei LeeChess über meine E-Mail kontakt@chessens.de oder auch im Discord-Kanal. Also da findest du auf jeden Fall einen Weg, mein Lieber. So, F4. Stützt nochmal das Zentrum. Man hätte auch direkt sich weiterentwickeln können, aber ich denke, das ist eigentlich mehr oder weniger Geschmackssache. Okay, Springer raus, Springer F3. Ach so, und alle Sieger übrigens, falls jetzt einer von denen zuschaut, alle, die jetzt einen Gutschein gewonnen haben, die werde ich dann selber kontaktieren. Also Arthur, falls du Dritter geworden bist im U18-Turnier, dann mach dir da keinen Kopf, du bekommst dann einfach eine Nachricht von mir mit deinem Gutschein für Chessens. Okay, Springer F3, Läufer D3, sieht sehr harmonisch aus, Weiß hat schön Raumvorsprung, steht hier auf jeden Fall besser. Aber es ist noch nicht so viel passiert. Man könnte jetzt mal versuchen, hier den Bauern auf D4 ein bisschen anzugehen, mit Dame B6 vielleicht. Kann auch über Springer F5 nachdenken. Springer G6 gefällt mir nicht so gut, weil der Springer da nicht besonders viel macht. Also er übt keinen Druck auf das Zentrum aus. Man möchte eigentlich hier gerne die Basis der weißen Bauernkette angreifen. Den Bauern auf D4. F6 kann man machen, aber es macht nicht besonders viel. Schwarz lässt es einfach so stehen. Jetzt Dame B6 gespielt. Springer schlägt D4 droht, deshalb Läufer E3. Und jetzt ist eben die Frage, was kann man weitermachen? Die weiße Stellung ist unheimlich fest. Läufer D7, man kann sich natürlich weiterentwickeln. Man kann über F6
nachdenken und zumindest hat man so eine taktische Idee, dann zweimal auf E5 zu schlagen. Aber das kann Weiß auch relativ leicht parieren. Das sind, genau, Timo, das sind jetzt Partien aus der U12 Liga B. Und zu der Liga A kommen wir gleich, denn die läuft noch ein bisschen länger. Von daher, da kommen wir dann gleich zu, wenn hier die Liga B beendet ist. So, A3, Läufer zurück nach E7. Das ist, denke ich, richtig, nicht den Läufer abzutauschen. Jetzt hängt er aber auf B2. Aber Weiß kann zum Beispiel B4 spielen, kann Dame D2 spielen, Dame E2. Verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Drohung umzugehen. Springer A4 könnte man auch erwägen. Insofern ist das kein so großes Problem. Turm B1 ist möglich, sieht aber ein bisschen, wie soll ich sagen, sieht ein bisschen künstlich aus, also passt nicht so harmonisch in die Stellung. Aber ist natürlich auch möglich. F6, Timo ist überrascht, was für Eröffnungen hier gespielt werden. Warum denn nicht? Das sieht doch alles sehr vernünftig aus. F6. Man könnte hier gut einfach stehen lassen. Also wenn Schwarz auf E5 schlägt, schlägt Weiß einfach zurück. Dame E1 gefällt mir gut, um den Läufer zu decken, damit es keine Taktiken gibt. Denn ansonsten hätte Schwarz hier vielleicht zweimal schlagen können und am Ende würde der Läufer auf E3 hängen. Dame E1 verhindert das. Einmal geschlagen, schlägt zurück. Und ja, es geht nicht so richtig weiter. Man könnte versuchen zu verdoppeln auf der F-Linie. Aber ansonsten, Weiß hat diesen Raumvorteil und den gibt er auch erstmal nicht ab. Moin Egabo, was geht ab? Schön, dass du dabei bist. Ja, es geht nicht so richtig weiter. Hoppala. Okay, welches Jugendturnier wird heute kommentiert? Du siehst alle Links dazu in der Beschreibung. Gerade bin ich bei der U12 Liga B hier. Also es sind verschiedene Turniere, Jugendligen, Jugendturniere, die gleichzeitig stattfinden. Und wir sind jetzt gerade bei der U12 Liga B, die noch eine Minute läuft. Das heißt, diese Partie wird wahrscheinlich nicht in die Wertung kommen. Aber wir bleiben mal dabei, es ist relativ spannend. Und insofern lasst uns mal dabei bleiben. Dame G3 gefällt mir gut, Rot jetzt auch Lauf schlägt G6. Turm F7 wurde gespielt von Philenz, wie ich vorgeschlagen hatte, aber ja, hier gibt es ein Problem. Der Springer, den hätte man vielleicht früher nach F5 ziehen sollen. Jetzt Springer H8, Springer F8, das macht alles keinen Spaß. Springer schlägt E5 geht nicht, wegen Springer schlägt E5. Er geht auf das Bauernopfer, aber die Frage ist, was für eine Kompensation bekomme ich hier als Schwarzer für den Bauern? Ich bekomme das Läuferpaar, aber das wird hier nicht genügen. Man hat auch keine Taktik hier. Oder? Kann man Turm schlägt F3 machen? Turm schlägt F3? Kann man überlegen, ne? Turm schlägt F3, G schlägt F3 und dann Springer schlägt E5. Bringt zumindest ein bisschen Feuer in die Stellung, um hier gegen diese Schwäche zu gehen. Also, man kann es überlegen. Ich glaube, ich würde es machen, auch weil es den weißen König schwächt. Aber, oh, sie machen Remis. Sie machen Remis, damit es noch in die Wertung geht. Ach, sie machen Remis, damit es noch in die Wertung geht. Mich interessiert das jetzt mal, ob hier, also Weiß sollte hier klar besser stehen. Aber Turm schlägt F3, bester Zug. Turm schlägt F3, bester Zug. Turm schlägt F3, Turm schlägt F3. Und jetzt ist die Idee, dass jetzt hier diese Taktik möglich wird. Und Weiß steht besser, ja, 0,7, aber bei weitem nicht klar. So, wer hat denn das Ding jetzt hier gewonnen? Garching? Nee. Beide 178 Punkte, das gibt's doch nicht. Beide 178 Punkte. Ich weiß nicht, gibt es hier eine Feinwertung? Weiß nicht, wie das ist. Gibt es hier eine Feinwertung jetzt? Aber eigentlich ist es auch nicht so wichtig, denn letztendlich beide Teams und auch die Schachzweige Magdeburg, die steigen auf, die steigen in die U12 Liga A auf. Von daher Glückwunsch geht raus. Auch freue mich natürlich, dass hier die Tegernheim Youngsters es auch gepackt haben, aufzusteigen. Wie ich schon erwähnt hatte, die Tegernheim Youngsters trainieren mit einem Chessens Trainingsprogramm, nämlich Erreiche 14DWZ. Und wenn wir hier runterscrollen, dann sehen wir, dass auch zwei von den Tegernheim Youngsters auf den Podestplätzen gelandet sind, nämlich Julia Sch und Philenz, den wir gerade in Aktion gesehen haben. Aber die überzeugendste Leistung hier von San 1508, von SC Garching, keine einzige Partie verloren. Wow, das ist mal eine überzeugende Leistung, oder? Eine Remis-Partie, das war die allerletzte und da stand er auch gut und alle anderen gewonnen.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, also gegen Sun 15:08 werde ich dann auch bald eine Partie spielen. In ungefähr einer Viertelstunde, denn bis dahin läuft hier noch die U12 Liga A, zu der wir jetzt gehen. Das ist hier das Verbleibungsturnier, was gerade noch läuft. Also wer gerade später zuschaltet, ich kommentiere verschiedene Jugendligen, Jugendturniere hier auf League Chess und werde gegen alle Sieger eine Partie spielen, also die am meisten Punkte sammeln in dem Turnier. Und außerdem wird das Turnier von Chessens gesponsert, also von meiner Online-Schachschule. Und die drei besten Spieler in jedem Turnier bekommen Gutscheine für Chessens. Und zwar für den ersten gibt es 50 Euro, für den zweiten 35 und für den dritten 25. Und das Ganze wird organisiert von den Schach von Tegernheim und zwar von Brunhilde Fischer. Und ich finde das eine super Sache hier, um den Youngsters eine Gelegenheit zu geben, hier ein bisschen Erfahrung zusammen, ein bisschen zu spielen. So, wir schauen jetzt hier rein in das Turnier und sehen, Jonathan Hawkins Junior Club führt das ganze Jahr an. Das ist ziemlich international. Wie mir scheint, auf dem zweiten Platz haben wir die Griechen und dann haben wir Chess for Kids Headquarter. Okay, da haben wir Schachverein Isenthal, da haben wir ein paar deutsche Vereine auf jeden Fall hier auch. Social Business Stiftung Schachkids. Alles klar. Und auch aus der Türkei haben wir hier ein Team. Wow, okay. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach uns wieder die Top-Paarung an. Hier Ace 48, der das Ganze anführt, ist gerade am Pausieren scheinbar. Und dann haben wir Blitzschweif 10 und Karo Takis auf den folgenden Plätzen. Okay, wir gehen einfach mal rein in die Top-Partie hier. Das ist jetzt eine Paarung zwischen Blitzschweif 10, der auf dem zweiten Platz ist. Oh, Springer G6, Springer G6, Springer G6! Springer G6, findet er es! Springer G6, come on! Let's go! Blitzschweif 10! Hat er auf jeden Fall die Zeit genutzt? Blitzschweif 10, das gefällt mir sehr. No! Aber es gewinnt auch, es gewinnt auch, es gewinnt auch, es gewinnt auch. Es gewinnt auch, denn ja, nach dem Abtausch droht das Grundreinmatt. Ist vielleicht sogar besser, wer weiß, aber. Ja, okay. Blitzschweif 10, das gefällt mir hier sehr, sehr gut. Blitzschweif 10 nutzt seine Zeit. Die Bedenkzeit ist 7 plus 5, also pro Zug bringen die Spieler 5 Sekunden. Und wir sehen, Philipp 2008 hat noch fast seine komplette Zeit auf der Uhr. Und das hat hier auch zu dem Fehler geführt. Hier spielte er, ich glaube nach wenigen Sekunden Nachdenken, Turm E8, was ein kompletter Verlustzug ist. Und hätte Philipp hier ein bisschen länger nachgedacht, zum Beispiel Läufer D7 gespielt, Läufer E6, Weiß steht sicherlich besser mit seinem starken Freiburg auf D6, aber die Sache ist bei Weitem nicht entschieden. Von daher, Zeit nutzen. Zeit nutzen ist so wichtig. Schach ist ein so schwieriges Spiel. Und insofern muss man die Bedenkzeit nutzen, um keine leichten Fehler zu machen. Blitzschweif hat sogar besorgt. Huiuiui, Blitzschweif. Ach so, deshalb hat er so wenig Zeit. Er hat besorgt, um hier noch einen Punkt mehr mitzunehmen. Aha, okay, hat funktioniert und Blitzschweif hat jetzt die Streak sogar am Laufen. So, was ist jetzt hier die Top-Paarung? Schauen wir mal. Ne, das ist immer noch dieselbe Partie. Klaus Tinschert fragt, wie kann man mitspielen? Man kann nicht mitspielen. Das ist ein Turnier für Spieler unter 12 und das Turnier läuft auch schon seit einer Stunde und 30 Minuten. Okay. So, Ace 48 ist zwar nach wie vor am Pausieren, das überrascht mich ein bisschen. Denn er könnte jetzt sicherlich eingeholt werden. Okay, gehen wir weiter. Gehen wir nochmal zu Blitzschweif hier. Gehen wir nochmal hier in die Top-Paarung aktuell. Und das ist jetzt auch wirklich ein Duell zwischen dem SV Isenthal, dritter Platz, und Jonathan Hawkins Jr. Aber ich glaube, die werden sowieso nicht mehr eingeholt werden. Über 20 Punkte Unterschied, das ist recht viel. Das ist recht viel. Wir haben hier französisch Abtausch auf dem Brett. Und Blitzschweif zeigt seine Ambition, möchte hier die lange Rochade anstreben, scheint mir. Tut das jetzt auch. A4, direkt nach vorne, auf geht's, auf geht's. Okay, ich weiß nicht, ob das so viel macht. Ich glaube, A3, B4 wäre besser. Und dann B5, weil hier A5, A6 geht nicht weiter. Weiß braucht ja B4 irgendwann. Und Blitzschweif tut es jetzt dem Weißen gleich. A6 sollte man wahrscheinlich mal machen, um, ja. Blitzschweif spielt jetzt seine Bauern nach vorne und das ist eine Stellung mit heterogenen Rochaden. Beide Seiten versuchen ihre Bauern nach vorne zu schieben
um den Gegner anzugreifen. Springer G5 gefällt mir ganz gut. Greift hier den Bauern auf F7 an. Und Pyrrhus wurde, da sollten keine Leute dabei sein, die älter als 12 sind, aber das ist eine Angelegenheit, mit der ich mich nicht beschäftigt habe. Dafür sorgt der Organisator. Und Peter CBBO ist am Start. Herzlich willkommen. Grüße gehen raus. Ich hatte auch eben noch deine E-Mail gelesen, Peter. Freut mich, dass das alles geklappt hat. Wow, da wird einfach mal reingehackt auf H3. Aber das sieht auch sehr, sehr stark aus. Aber mit welcher Geschwindigkeit hier Blitzschweif 10 das gesehen hat. Blitzartig, könnte man fast sagen. Uff, also da war er schneller weg, als man gucken konnte. Ja, H3, ja, hier auf G4 zu schlagen, die H-Linie zu öffnen, das war wirklich keine gute Idee. Vielleicht hätte man H3 direkt spielen können. Und jetzt ist das Game Over mit Läufer, Dame, Turm am Start. Und wieder mal, wir sehen das, was wir eben auch schon gesehen haben. Weiß hat doch fast die komplette Bedenkzeit auf der Uhr, kann jetzt so viel Zeit benutzen, wie er oder sie möchte, aber es nützt nichts, es ist schon vorbei. Nutzt die Zeit, wenn ihr sie habt und wenn die Stellung noch okay ist, denn die Zeit jetzt zu nutzen, ist quasi zu spät. Okay, guten Abend Dopa, was geht ab? Niklas, wie und wo kann ich am besten Öffnungen üben und lernen? Gute Frage, mein Lieber. Ich habe da bald was für dich. Meine neue Eröffnungsseite sollte sehr bald kommen. Sehr bald kommen. Ich hoffe diesen Monat, aber ich kann es nicht garantieren. Okay, erstmal ein Schach gegeben. Das führt jetzt aber noch nicht zum Erfolg. Ich weiß nicht. Diese Schachgebote führen noch nicht zum Erfolg. Der F2-Punkt ist gedeckt. Blitzschweif sollte hier nochmal nachdenken. Läufe wieder zurück nach D6. Ja, genau. Und dann Turm H8. Das ist der Weg. Turm H8 einfach. Dame H2. Nein. Nein, jetzt geht der Springer dazwischen. Blitzschweif 10. Nutze deine Zeit. Oh Gott. Aber auch guter Verteidigungsversuch hier von Adi mit. Aber Turm H8 und Weiß kann aufgeben. Springer G3, Läufer schlägt G3. Das ist es. Das ist es. Blitzschweif 10 war hier zu schnell. Der Springer zieht dazwischen und jetzt hat Weiß die Oberhand mit der Mehrqualität. Weiß hat hier die Oberhand. Eieiei, was für ein Turnaround. Was für ein Turnaround. So, nochmal zur Frage mit den Eröffnungen. Ja, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ne? Es gibt Bücher, es gibt Videoserien. Es kommt noch ein bisschen darauf an, wo du stehst und was dein aktuelles Level ist. Ansonsten gibt es auf Chessons auch zwei Kurse von mir, wo ich zum einen alle Eröffnungsprinzipien beibringe und zum anderen alle Eröffnungen vorstelle, die es im Schach gibt und auch erkläre, wie ich analysiere, wie ich mein Eröffnungsrepertoire aufbaue und das zeige. Dame H3, sehr schöner Zug, tauscht die Damen und jetzt steht Weiß einfach besser. Jetzt steht Weiß einfach besser hier im Endspiel mit Qualität mehr, aber Schwarz hat immerhin einen Bauern dafür, also definitiv Chancen. G5 gefällt mir nicht so gut. Jetzt nach Springer E2 werden die Felder hier geschwächt. König G2, Turm H1, B4. Vielleicht Turm F5 erstmal mit Schwarz nicht F5 spielen kann. Springer G3 ist auch gut. Geht direkt auf die geschwächten Felder. Also die beiden Spieler spielen sehr, sehr schnell. Vielleicht auch, weil das Turnier gleich vorbei ist, könnte ich mir vorstellen. 4 Minuten 40 sind noch. Aber viel zu schnell für meinen Geschmack. Viel zu schnell. Moin Stiergambit, schön, dass du heute auch wieder dabei bist. GM Raphael, grüße dich, hast dich umgenannt, ja? Nicht mehr Raphael Carlsen, sondern jetzt GM Raphael, alles klar. Was ist hier passiert gerade? Was ist denn hier schon wieder passiert? G4, Turm steht F7, zu schnell, zu schnell. Turm F2 und Weiß hat keine Sorgen. Weiß hat keine Sorgen. König nach vorne und der Turm ist aktiv. Auch hier, den Bauern kann man einfach mal verteidigen. Da spricht nichts gegen. Einfach mal den Bauern verteidigen. Ah, da werde ich ganz, ganz wuschig, wenn ich sehe, wie schnell hier gespielt wird und wie viele Fehler da passieren. Okay. Kannst du vielleicht die Buchstaben und Zahlen am Rande einblenden? Ah, man sieht es nicht ganz, ne? Ich muss ein bisschen... Du meinst die Wertungszahlen, ne? Ja, hier. Da haben wir es doch. Für dich. Für dich. Mein lieber... Wer hat das gesagt? J1O5N9A8S für dich, mein Lieber. Jesse fragt, meditierst du, Niklas, ab und zu, nicht besonders häufig? Heute habe ich mal kurz meditiert.
So, was machst du bei 8000 Abos? 80.000, gute Frage. Die 80.000 sind ja schon geknackt und ich weiß noch nicht, was ich mache. Jetzt Adi überlegt ein bisschen, König E5 guter Zug, greift den Springer an, greift den Bauern an. Weiß sollte nach wie vor auf Gewinn stehen, aber es war schon mal leichter. Ich sag's mal so, Nico spielt auch mit. Ja Mensch, wenn du mitspielst, dann kommentier mal hier nicht, dann fokussier dich auf deine Partie, mein lieber Nico. Fokussier dich auf deine Partie am besten. König E5. Springer C6 Schach. Okay, jetzt kann man den Bauern schlagen, spricht nichts gegen. Emil fragt, inwiefern gibt es bei einem GM wie dir noch Verbesserungspotenzial in allen Gebieten? Die Frage kam gestern, glaube ich, auch. Ich kann in jedem Bereich noch besser werden. Turm D6 Schach. Aufgepasst. Muss nach F5, nicht nach F7. Nicht nach F7, okay. Geht nach F5. Gerade Schwarz, Blitzschweif gibt einfach immer weiter Schachs. Immer weiter Schachs. Ist die Frage, ob das was bringt? Man hätte hier auch stattdessen Turm D5 spielen können und versuchen, den Bauern auf A5 zu schlagen, weil dann hat Schwarz immer drei verbundene Freibauern. Das könnte wirklich, wenn die mal ins Laufen kommen, könnte das gut sein. Hier werden immer wieder Schachs gegeben, aber eigentlich ohne, dass es irgendwas erreicht. Schach zu geben, nur. Oh, jetzt erreicht es tatsächlich was. Jetzt Turm H6, Springer E3. Aber hätte Weiß König H5 gespielt, dann hätte es hier nichts gebracht. Und Schach zu geben, nur um des Schachgebens willen, das ist nicht der richtige Ansatz. Und jetzt hier wieder ein nächster Twist. In dieser Partie, Schwarz hat die Qualität zurückgewonnen, hat jetzt einen Bauern mehr, aber beide Seiten haben Freibauern. Und beide Seiten schieben sie jetzt nach vorne. Wir sehen das hier. Turm C1 stoppt jetzt erstmal diesen Bauern. Turm D5 Schach gefällt mir gut. Ja, den musste man nicht unbedingt abgeben, aber okay. Okay, B5, Turm A4 könnte man. Turm A4? Turm A. Nee. Doch, Turm A4. Boah, Turm A4 ist ein Monsterzug. Turm A4 ist ein Monsterzug und gewinnt die Partie hier für Schwarz. So, hier gab es eine Spende. Jin spendet 3 Euro und stellt eine Frage, muss ich mir jetzt nochmal durchlesen hier in Ruhe, während Blitzschweif das nach Hause fährt. Und das kann Adi jetzt getrost aufgeben. Damit kommt auch diese Partie noch in die Wertung, was ja auch nicht irrelevant ist. Jin fragt, wie hat Schach dein Leben verändert? Also beruflich und von YouTube abgesehen, ich meine eher so von Denkprozessen. Nicht König C2, bitte nicht König C2, bitte Blitzschweif. König C3, genau. Ja, A2, König. So geht's auch, so geht's auch, okay. Und das kommt noch in die Wertung. Eine halbe Minute ist noch hier zu spielen, Dame. Dame runter. Okay, so geht's auch. Okay. Und matt, matt, matt. Blitzschweif, was für eine Partie. Ein Auf und Ab, würde ich sagen. Puh. Okay, Jin zu deiner Frage. Denkprozesse, gut. Wenn man Schach spielt, dann ist es einfach so, dass man relativ logisch denkt, dass man strukturiert denkt. Und ich glaube, da hatte Schach einen Einfluss auf wie ich Sachen angehe, plane, organisiere. Also da hat Schach, glaube ich, einen direkten Einfluss für mich gehabt. Okay, das Turnier ist vorbei. Das Turnier ist vorbei. War aber knapp geworden hier nochmal, oder? Mit Jonathan Hawkins Junior Club. 3 Punkte Vorsprung hatten sie noch am Ende vor den Griechen. Aber die haben es gepackt. Die haben es gepackt. Und Blitzschweif ist mit seinem Sieg hier noch an Eis 48 vorbeigezogen. Wobei ich wirklich nicht verstehe, warum Eis 48 nach seiner Niederlage nur noch ausgesetzt hat. Also, wir kamen hier rein, Eis, hier ihr könnt sehen, verliert gegen The King of the Chess 0-1-0 und spielt dann keine einzige Partie mehr. Sonst hätte ich gegen Eis 48 gespielt, aber jetzt spiele ich gleich gegen Blitzschweif. Jetzt spiele ich gleich gegen Blitzschweif, aber wir gehen der Reihe nach. Wie gehen der Reihe nach? So, Jürgen Klein fragt, wie kann man denn in dein Team hier geht es ins Team Jesse, stell bitte deine Fragen nicht mal wieder, vor allem nicht mit so einem fetten, mit so fetten Schreibfehler, mein Lieber. Lass uns beim Schach bleiben. Okay. So, jetzt werde ich gegen alle Sieger von den 4 Turnieren hier, U12 Liga A, B, C und dem U18 Teamkampf eine Partie spielen. Genau, vielleicht nochmal hier, bei allen 4 Turnieren haben die 3 Sieger
jeweils einen Chessens-Gutschein gewonnen von meiner Schachschule Chessens. Und zwar für den ersten gab es einen Gutscheinwert von 50 Euro, für den zweiten im Wert von 35 Euro und für den dritten im Wert von 25 Euro. Also hier jeweils die drei und die werden dann von mir kontaktiert hier über LeadChess und bekommen den Gutschein zugeschickt. Okay, so, wir fangen jetzt mal an und fordern Rainer heraus. Rainer 001 zu einer Partie 3 plus 2. Okay, fangen wir mal an bei U18, die sind jetzt schon am längsten durch und starten hier gegen Rainer 001. Könnt ihr das gut sehen? Ja, ne? Ah, so ist besser. So ist besser. Okay. Dann auf geht's. Rainer 001 hat den U18-Teamkampf gewonnen heute. Und jetzt spielen wir hier eine Partie. Und das wird wohl der Sveshnikov werden über die Zugreihenfolge des Vier-Springer-Spiels. Damit scheint Rainer auch sehr vertraut zu sein. Blitzt hier die ganzen Züge raus. G-Schlägt F6 ist sehr ungewöhnlich. Läuft-Schlägt F6 spielt alle Welt. Dann werde ich mal C3 spielen. Ja, das ist eine unnötige Schwächung der schwarzen Struktur hier. In der anderen Variante, da spielt man das so. Aber hier nicht. Hier ist das so eigentlich nicht vorgesehen. Und die Frage ist, wie ich das jetzt ausnutzen kann. F5, ich könnte jetzt auf F5 schlagen. Ich könnte Läufer D3 spielen. Läufer D3 sieht eigentlich sehr sinnvoll aus. Die Frage, ob ich F4 zulassen möchte. Ach nö, eigentlich nicht. Komm, schlagen wir, spielen den Springer nach C2. Öffnen wir die Stellung, dann kann der schwarze König ein bisschen gefährdet sein. So, ich weiß nicht, warum er jetzt nachdenkt, oder sie, aber wahrscheinlich eher bei dem Namen Rainer 001. Denn auf F5 muss man auf jeden Fall schlagen. Was sonst? Ja, Springer C2. Meine Punkte siehst du neben meinem Namen. Ich habe 2,566 gerade. Okay, Springer C2, Springer nach E3. Ich will hier auf jeden Fall Blockade auf den weißen Feldern erreichen. Das ist das Ziel, das ist die Idee. So, der Springer kommt nach E3, der Läufer nach D3 oder E2, die Dame vielleicht nach H5. Und dann möchte ich auf den weißen Feldern hier spielen. Und mein Springer steht dafür natürlich schon richtig. Springer E3. Vielleicht sogar G4. Vielleicht sogar G4. Läufer D3 kann er F5 machen. Kann er es machen? Ja, er kann es machen, leider. Das will ich eigentlich nicht zulassen. Aber G4 ist relativ hart als Zug. Aber ja, spielen wir mal hier, wie soll ich sagen, prinzipiell. Soll man sagen, prinzipiell? Ich habe ja gesagt, ich spiele auf den weißen Feldern und dann werde ich das auch machen. Läufer nach D3, Dame nach C2 und ich kann die auch lange auch hier. Für die Kurzochade habe ich mich ein bisschen sehr geschwächt und ansonsten kann ich auch die lange Ochade anstreben. Aber ich wollte ihn nicht zu M5 kommen lassen. Ich will hier wirklich die komplette Dominanz auf den weißen Feldern. Vielleicht auch die Dame nach F3, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Dame nach G5 sieht vernünftig aus. Jetzt Dame C2 oder Dame F3, das ist ein bisschen die Frage. Ja, Dame F3 sieht eigentlich gut aus. Ich kann die Dame auch mal nach E4 stellen. Lieber die Dame vor dem Läufer, so rum, als hinter dem Läufer, ein bisschen druckvoller. Hier gibt es eine Frage von Tobias. Hallo Niklas, ich habe derzeit eine WZ von 15,52. Macht es für mich trotzdem Sinn, bei Chessens auch den 1400er Kurs zu machen oder soll ich eher nur den 1700er und dann den 2000er machen? Er schlägt freiwillig auf D5. Ich antworte dir gleich, Tobias. Weiß ich nicht, warum er das jetzt tut. Will er E4 spielen? Ist das seine teuflische Idee? Aber schockt mich auch nicht so richtig, E4. Okay, er will es vorbereiten, aber jetzt kann ich einfach einen Riegel vorschieben mit Läufer E4. Ich dachte, er will direkt E4 machen, aber jetzt Läufer E4, Springer C7. Ist hier auch so ein Zug, aber okay. Behalten wir die Kontrolle. Behalten wir die Kontrolle auf den weißen Feldern. Tobias, ist eine gute Frage. Ich denke, es gibt keine eindeutige Antwort darauf. Denn eigentlich mit deiner Zahl passt du sehr gut direkt in das Trainingsprogramm erreiche DWZ 1700. Okay, ich muss hier wieder einen Zug erstmal machen. Springer 7, vernünftiger Zug.
Die Frage ist, ob ich den Springer auf dem Brett halte oder ob ich jetzt mal auf Bauernjagd gehe. Ah, nee, ich habe eigentlich keine Lust, so gierig zu sein. Springer E3 gefällt mir auch deshalb, weil ich die lange auch gerade vorbereite. Aktuell hat Schwarz hier einen Blick auf das Feld C1, deshalb kann ich nicht lang lochieren. Tobias, ich würde dir empfehlen, schau einfach mal auf die Inhalte. Schau mal auf die Inhalte und ich weiß eben jetzt auch nicht, wo du deine Stärken hast, wo du deine Schwächen hast, ob du vielleicht Nachholbedarf hast. Ich hatte zum Beispiel einen Schüler, der hat 1900 DWZ und der hat tatsächlich das Komplettpaket genommen, also alle drei Programme und hat direkt gesagt, obwohl ihm viele Sachen vielleicht schon einigermaßen bekannt waren, hat er auch viele Lücken gehabt in dem Bereich 1400 DWZ. F5, wirklich? Warum geht das? Ich schlage. Das scheint mir jetzt. Nee, das hilft. Das hilft. Das hilft Schwarz auf jeden Fall nicht. Das war einfach ein Geschenk hier. Und die G-Linie öffnet sich ja für mich. D5 habe ich nicht gesehen, aber es. Ja, okay, es ist. Ja, schon ein bisschen doof. Ein bisschen doof ist es. Weil Schwarz gleich auf F5 schlagen kann. Mit Tempo. Das wollte ich eigentlich so nicht. Soll ich den Läufer zurückziehen vielleicht? Das Problem ist, er schlägt auf F5 und schlägt auf F2. Schlägt mir alles weg. Okay. Dann, was machen wir hier Feines? Ich glaube, ich muss auf Defensive gehen, weil Läufer C2, Läufer schlägt D5, Turm schlägt D5. Er wird mir schon arg aktiv und diese Fesselung wäre sehr lästig. Läuft C2, aber jetzt kann er natürlich E4 spielen. Macht er auch so. Will ich jetzt die Damen tauschen? Eigentlich nicht. Auf der anderen Seite, dieser Punkt ist sehr wund in meiner Stellung. Ja, ich stehe jetzt hier, glaube ich, nicht mehr, nicht gut. Ich stehe, nee, ich glaube, ich stehe nicht gut. Okay, wir halten mal die Damen auf dem Brett. Das ist um ein bisschen mehr. Um ein bisschen mehr Komplexität auf dem Brett zu halten. Das ist jetzt hier meine Idee. Aber ja, Schwarz hat sich jetzt hier sehr schön befreit, sehr schön mit D5. Das ist ihm sehr gut gelungen. Und mit meiner geringen Zeit muss ich hier auch aufpassen. Das ist jetzt aber ein komischer Zug. Ein bisschen. Achso, er kann auf H2 schlagen. Aber der Turm hängt nach wie vor. Moment, der Turm hängt. Er muss die Festung aufrechterhalten. Und ja, ich glaube, ich werde mich jetzt mal hier lösen. Diese Festung auflösen. Und hier die Sache ein bisschen vereinfachen. Dame D2 geht hier auf den Bauern D5. Ja, eigentlich möchte ich gerne weiterhin die Damen auf dem Brett behalten. Deshalb spiele ich König B1, um Dame F4 aus der Stellung zu nehmen. Den Bauern auf H2 kann er haben. Dann habe ich auch Dame D4 Schach eventuell. Genau, das habe ich mir gedacht, dass er die Damen tauschen möchte. Da mache ich nicht mit. Weil sein König ist schwächer als mein König. Deshalb möchte ich hier gerne den Damen auf dem Brett behalten. Dame C5. So, hier ein bisschen Aktivität ausstrahlen. Ich muss ein bisschen auf E3 aufpassen. Turm C8 kann ich Dame A7 machen. Das ist kein Problem. Dame E6, so jetzt aktivieren wir mal den Turm oder vielleicht Läufer B3, sieht auch gut aus, hier auf den Bauern gehen. Jetzt Dame nach A7. Ich könnte auch wieder ein Schach geben. Oh, ein Schach ist tödlich fast schon. Schach ist schon fast tödlich. Turm G1. Jetzt fällt der Bauer auf D5. Turm G6, kann ich Turm G6 machen? Ja, es ist fast. Fast Game Over. Okay, schlagen wir einfach mal auf E4. Dame F5 Schach. So, Dame F7 Schach. Bringen wir den Turm nach D1. Das sieht auch sehr gut aus jetzt. Turm E7 muss er wahrscheinlich machen. Jetzt Dame G8 Schach. Ja, das ist jetzt ein kostenloser Angriff, den ich mir hier gönne. So, jetzt Dame B7 Schach. Das sollte doch jetzt gleich Game Over sein, oder? Läufer irgendwo weg. Läufer F7 sieht gut aus und B4 ist matt. Okay, Rainer, starke Partie, mein Lieber. Da hast du mich echt ins Schwitzen gebracht und standest zwischendurch ziemlich gut. Ich denke mal hier nicht
Dame 4, das war so ein erster Schritt in die falsche Richtung. Direkt Dame H6. Müsste ich wahrscheinlich Tom G2 spielen. Steht sehr passiv. Schwarz dürfte ziemlich gut stehen hier. Okay. So, das dazu. Tobias, ich hoffe, deine Frage konnte ich beantworten, mehr oder weniger. Sonst schreib mir gerne nochmal eine E-Mail bei kontakt@chessens.de. Ansonsten gibt es auch die thematischen Kurse auf Chessens. Könntest du ja auch anschauen, ob dafür irgendwas geeignet wäre, deine Lücken zu schließen, falls du irgendwelche hast. Okay, so, das war hier Rainer 001, der die U18, den Teamkampf gewonnen hat. Jetzt gehen wir weiter zu U12 Liga C. Dort hat gewonnen G. Sheehan aus Irland, spielt aber gerade eine Partie. Von daher, das lassen wir mal so, wie es ist. Dann gehen wir mal weiter zu Sun 1508, der hier die Liga U12B für sich entscheiden konnte und fordern wir zu einer Partie heraus. Raphael sagt, Dame zu 6 war schon matt. Ja, hast du recht, Raphael, hast du recht. Okay, jetzt gegen San. 15:08, auf geht's. Sizilianisch. Spielt jetzt genauso wie die Partie eben, oder wie? Scheinbar, auf Sveshnikov. Okay. Auf Sveshnikov. Aber jetzt auch Läufer schlägt auf 6. Genau, das ist der richtige Zug. Nicht G schlägt auf 6. Hier ist Sveshnikov Thematurnier, oder wie? A5, Dame F3. Venavi ist im Chat. Nee, das geht erst um 20 Uhr los, mein Lieber. Das geht erst um 20 Uhr los. Das Spiel gegen Mitglieder. Du hast nichts verpasst. Du hast nichts verpasst. Also ich habe noch diese Partie und dann noch zwei weitere und dann spiele ich gegen Mitglieder. So, Läufer schlägt H4. Ich hatte das sogar mal auch in der Partie. Ich hatte das, glaube ich, sogar mal in einer Partie. Weil es diese Idee gibt mit Läufer G4. Aber wie war denn das? Irgendwie konnte man dann Bauern gewinnen, oder? Oh, wie habe ich denn das damals? Ah ja, genau. Springer E3 ist der Clou. Springer E3 ist der Clou, oder? Ist es? Nee. Läufer G4, Springer E3? Kann das sein? Ja! Oh, ist das schön. Läufer G4, Springer E3. Läufer schlägt F3, Springer F5 Schach und gewinnt. Läufer B7 spielt er stattdessen. Aber jetzt habe ich einfach eine Figur mehr, oder? Springer zurück. Das scheint mir eine Figur mehr zu sein. Kai Kramer sagt, erinnert mich an die Serie Damen-Gambit. World 147, das ist nicht mehr das Jugendturnier. Ich spiele jetzt gegen alle vier Sieger von den vier Jugendturnieren. Das steht gerade. Bruno will nächste Woche Mitglied werden. Warum wirst du nicht heute Mitglied, mein lieber Bruno? Was spricht denn da dagegen für dich, dass du heute Mitglied wirst? Dann kannst du gleich noch gegen mich spielen. Ich spiele nämlich ab 20 Uhr ungefähr gegen Mitglieder, Bruno. Nächste Woche, ich streame immer am Dienstag, aber nächste Woche wird es keinen Mitgliederstream geben. So, Turm C8, guter Zug hier, bringt den Turm auf die offene Linie. Ja, ich muss nur diesen Turm ins Spiel bringen, dann habe ich mehr oder weniger gewonnen. Vielleicht hätte ich mit dem E-Bauern noch schlagen sollen, aber es sollte auch hier mir eigentlich nichts Schlimmes passieren. Vielleicht Dame D3, um hier Turm C2 zu verhindern. Und ja, ich muss diesen Turm ins Spiel bringen, dann wird sich die Mehrfigur irgendwann bemerkbar machen. Schuhschachspitz sagt, danke Niklas, dass Sie die Kinder so toll motivieren und unterstützen. Grüße gehen raus. Austria, Spitz Austria war ja hier Zweiter geworden in der Liga B. Hier droht ein bisschen was. Turm C1 eventuell, deshalb schiebe ich da einen Riegel vor mit Dame D2. Dame E5, Dame auf dem Brett zu halten, auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Läufer D3. Sieht soweit vernünftig aus, könnte doch, ja, Läufer F3 sollte es schon sein. Dame H2 könnte ich eventuell Dame G5 Schach spielen. So langsam komme ich raus. Turm C1 ist noch
Der letzte Zug, den ich gerne machen wollte. Ja, F5 hatte ich schon kommen sehen, aber jetzt kann ich dir Schach geben und den Bauern direkt einsammeln. Das sind hier Spieler in U12. Lionel Richie, du hast auch eine andere Frage noch gestellt. Ne? Ich hatte das nicht gesehen, war ein bisschen lang. Lionel. Ich bin ganz frisch in Sachen Schach. Meinst du, man kann ein guter Spieler werden, indem man nur online spielen Leuten zuschaut? Oder ist eine Vereinsmitgliedschaft nötig? Also nur durch Zuschauen und online spielen wirst du auf jeden Fall nicht ein guter Spieler. So viel kann ich dir verraten. Da gehört einfach Training auch dazu. Also ohne Training wird das nichts. Nur durch Spielen wird es ganz schwer. Und Zuschauen ist nicht dasselbe wie Training, ne? Also Zuschauen ist immer so mehr passiv. Klar, irgendwie ein bisschen beschäftigt man sich mit Schach, aber man strengt sich ja nicht so richtig an. Sondern Training heißt wirklich Aufgaben lösen, neue Sachen kennenlernen, und so weiter und so fort. So, Tom schickt A5. Danke dir, Timo, für das Lob. Okay, jetzt werde ich hier weiter die Bauern einsammeln und das ist natürlich eine hoffnungslose Lage für meinen Gegner mit einer Figur weniger und noch ein paar Bauern weniger. Er kämpft wie ein Löwe hier, aber es wird nichts nützen. Ich werde einfach mal den Bauern nach vorne schieben, denke ich. Das scheint mir der simpelste Weg zu sein. Sun 1508, danke für die Partie. Was kann ich dir mitgeben nach H4? Ich glaube, A5 ist schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, gefährlich für Schwarz. Turm B8 oder Kurz hoch Rade würde ich dir empfehlen. Vor allem Kurz hoch Rade ist, glaube ich, der beste Zug. Und hier darfst du den Bauern nicht schlagen. Läufer H6 ist, denke ich, nötig. Aber die Warte hier ist schon ein bisschen gefährlich für Schwarz. Okay, das war die Partie gegen Sun 1508. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob Guy Sheehan bereit ist für eine Partie. So, das ist nämlich die U12 Liga C, fordere ich jetzt heraus. Okay, ich kriege auch immer Weißen. Ihr seht es, ich drücke auf den mittleren Knopf. Ich drücke auf den mittleren Knopf. Aber ich kriege einfach in jeder Partie hier Weiß. Ich weiß auch nicht warum. So, Russisch. Okay, Russisch spielt G. Sheehan, okay. Läufer nach D3. D5. Ich schlage mal mit dem Bauern auf E5. Läufer nach F5 spielt er. Okay, machen wir mal Springer BD2. Läufer F5, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlich. Aber okay. Muss ja nicht unbedingt falsch sein. Ich habe irgendwie Lust, den Springer nach D4 zu stellen. Das sieht irgendwie korrekt aus. Der Läufer ist angegriffen, wird wahrscheinlich nach G6 zurückziehen. Ich könnte sogar über E6 nachdenken. Ich weiß nicht, ob das so viel macht. Machen wir mal Dame E2. Zwingen wir ihn hier mal zu einer Entscheidung. Bisschen das Abtauschen. Läufer C5. Okay, jetzt Springer F5. Sieht vernünftig aus. Und vielleicht sogar H4, H5, vielleicht lange auch Rade. Gefällt mir eigentlich ganz gut bisher hier die Position. Er schlägt. Okay, jetzt habe ich immer das Laufpaar. Oh, jetzt E6. Macht einen guten Eindruck. Macht einen relativ guten Eindruck. Aber ja, so. Ja, noch nicht ganz, oder? Sieht eigentlich schon sehr gut aus, aber es ist E6, Fe6, Läufer E6, Dame E7, Fe6, Dame H5 Schach, König F8. Ja, mein König. Wenn der König schon noch hier wäre, dann wäre es deutlich besser. So scheint er mir hier noch davon zu kommen aktuell. Von daher, ich spiele es ruhig. Ich spiele es ruhig. JabGet, ich spiele heute nach diesen Partien gegen Mitglieder von meinem YouTube-Kanal. Korrekt. Das hast du richtig erkannt. Na, schade, dass ich nicht einen Weg gefunden habe, direkt irgendwie
meinen Entwicklungsvorsprung auszunutzen. Aber gut, diese Stellung an sich ist auch recht schön. Ich habe das Läuferpaar hier, bewegliche Bauern. Wie spielen wir es? Wie spielen wir es? Das ist die große Frage. Ich glaube, den Läufer können wir zurückbringen nach D3 erstmal, damit ich mit F5 spielen kann. Türme vielleicht nach E1 und F1. Irgendwie sowas in der Art. Er macht direkt F6, aber das kann nicht gut sein. Jetzt gibt er mir einen gedeckten Freibauern auf E6 und der ist sehr stark auf der sechsten Reihe. Das ist jetzt. Es erinnert ein bisschen an die Partie Caruana gegen Vacella Graf, so ein bisschen. Da stand auch so ein Monster auf E6 und das ist jetzt so ein großer positioneller Trumpf, dass die Stellung einfach verloren ist für Schwarz. Sage ich jetzt einfach mal direkt, aber ich glaube auch objektiv kann man das durchaus so behaupten. Ich werde mal versuchen, die Stellung ein bisschen weiter zu öffnen. Läufer B4. Okay, ich stelle den Läufer mal nach F4. Er will jetzt unbedingt tauschen. Ja gut. Dann tauschen wir zu meinen Konditionen. Wie wäre es damit? Tauschen wir zu meinen Konditionen. Der Springer kommt auch nicht so richtig wieder ins Spiel. Ne? Der Springer wird total eingeschränkt von dem Bauern. Okay, jetzt kann ich auf D5 schlagen. Bring den König auch mal nach B1. Hier spielen wir H4, damit der Springer nicht zurück ins Leben kommt. Ja, Springer auf 8. Es ist eine traurige Geschichte. Es ist eine sehr traurige Geschichte hier mit dem Springer. Läufer E5. Okay, Dame D4 war eher so ein Style-Zug, aber eigentlich nicht besonders gut. Warum schlage ich nicht einfach? Ich krieg doch hier verbundene Freibauern. Ja, das war jetzt ein bisschen wischiwaschi gespielt. Machen wir mal Dame C5. Denn die Dame, die verteidigt E7. Jetzt Opfer der, okay. Ja. Vermutlich aus praktischer Sicht eine ganz gute Entscheidung. Mit den beiden Freibauern hier noch was zu versuchen. Okay. Okay, ich gebe erstmal hier einen Schach, bringe den Turm nach G1. Guten Abend, Kartoffelkäfer. Was geht ab? Was geht ab? So, diese Bauern, die laufen schon nach vorne. Das ist. Ja, es ist leider noch nicht vorbei. Das war eine gute Ressource, die mein Gegner da gefunden hat. Es ist leider noch nicht vorbei. Ich muss die irgendwie blockieren auf Weiß. Ich muss die irgendwie blockieren auf Weiß, diese Bauern. Okay, tauschen wir mal den Turm ab. Dann läuft B3. So, das ist schon mal ganz gut jetzt. Ja, jetzt ist was weg hier. Ne, mit der Dame sollte ich nicht schlagen. Ich sollte mit dem Läufer schlagen. Wenn er ihn gleich. Ach, er kann den Bauern sowieso nicht decken. Ich dachte, Turm D8 läuft, schlägt D5. So. Ich habe die Dame nicht eingestellt, Freunde. Der Läufer war gefesselt. Der Gegner bietet Remis an? Warum? Ich habe eine Figur mehr. Was soll das? Verstehe nicht. Ich habe eine Figur mehr, mein Freund, aus Irland. Greifen wir nochmal den Läufer, den Turm an, weil es so viel Spaß macht. Ah, komm, einmal geht noch. Einmal geht noch. Turm B8 muss jetzt, glaube ich. Das geht auch, aber verliert den Turm. Okay.
Alles klar. Danke, Ji Xian, für die Partie. Ja, wie gesagt, E6 nicht zulassen. E6 nicht zulassen. Das wäre der Weg gewesen. Okay, wir haben noch eine Partie. Und zwar gegen den Sieger von dem U12 Liga A-Teamkampf, nämlich hier zu sehen. Und das ist Blitzschweif 10. Blitzschweif 10. Und wir fordern ihn jetzt heraus zu einer Partie 3 plus 2. Man sagt Springer, Kameraden, in der Regel. Saftschorle hat eben Feierabend gemacht, jetzt Huschi-Time zum Essen. Läuft. Ha, was könnte es Besseres geben? Was essen und dann Huschi-Time, ne? Kitan fragt, schaust du Anime? Nee. Also ich habe ein paar, habe ich gesehen. Wie heißt es? Death Note? Death Note, ne? Death Note habe ich gesehen. Fand ich auch sehr gut. Attack on Titans habe ich gesehen. Aber die brauchen ja mal ewig, bis sie ihre neuen Staffeln rausbringen. Vielleicht ist da jetzt eine neue rausgekommen, bin mir aber nicht sicher. Und dann habe ich noch irgendwas Kaiji. Kaiji habe ich gesehen. Aber das waren die einzigen drei. Ich wurde von meinem Zimmerkollegen damals in den USA, wurde ich dazu genötigt. Aber dann hat es mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Insofern, aber das waren meine einzigen Begegnungen mit Anime. So, wir haben wieder mal Variante hier auf dem Brett gegen Blitzschweif 10. Läufer D3 spiele ich. Adelmar, er konnte eine Dame nicht schlagen, weil sein Läufer gefangen ist, gefesselt ist, gefesselt. Wenn er mal eine Dame schlagen würde, was er nicht kann, weil es illegal ist, dann könnte ich seinen König schlagen. So, C schlägt D4, Springer E2 ist hier eine Variante, die, glaube ich, nicht so gut ist für Schwarz. Wenn mich nicht alles täuscht. Kronos1990 freut sich, dass ich Ass mache. Das freut mich aber nicht. Das ist ja ein Schritt in die falsche Richtung. Ass haben nichts im Sprachgebrauch zu suchen. Und Hans H. sagt, Hi Niklas, danke für deinen Content. Kannst du in Erwägung ziehen, ein Mikrofon zu benutzen, das näher am Mund ist? Sonst hallt es sehr. Also wir haben ja das Mikro gestern erfolgreich geswitcht. Das war ja das falsche Mikro. Jetzt ist es ein besseres Mikro. Was sagt denn der Rest vom Chat? Halt echt wieder ein wenig. Sehr seltsam. Okay, so was ist denn mit diesem Bauern? Soll ich mir den mal einverleiben oder nicht? Hab ich schon einen Bauern mehr? Nee, ich habe keinen Bauern mehr aktuell. Krunks, jetzt hast du mich gejinxt. Jetzt habe ich gerade M gesagt. Einfach so, ohne Grund. Dame schickt G7, Turm G8, Dame schickt G7, Turm schickt G2. Das ist immer die Frage, ob man den Turm hier reinlassen möchte in die gute Stube oder nicht. Ach, spielen wir es mal ganz entspannt. Warum nicht? Warum denn nicht? Klang ist okay, aber okay ist nicht, was wir wollen. Wir wollen besser als okay. Von daher, ich verstehe immer nicht, warum es hier einen Unterschied gibt. Ne, Mikro ist auf 89, beziehungsweise jetzt habe ich es auf 90 gepackt. Das ist eine gute Zahl. Tja, es ist, wie es ist. Kurz hochradeln. Okay. Jetzt kann ich ja direkt den Läufer nach H6 bringen. Ich kann den Läufer auch nach G5 bringen. Ach, bringen wir ihn mal nach G5. Sieht gut aus. H4. H5. H6. Matt setzen. Das ist die Devise. Das ist die Devise. Max Metzger hat das Gaming-Headset auf. Ja, daran liegt es vielleicht, Max. Dann liegt es an dir. Dann setz dir doch mal ein normales Headset auf. Okay. Wieder zurück zur Partie H4, H5.
Ich möchte den Springer vertreiben. Er könnte F6 spielen, aber ich schlage Spielläufer H6. Hier ist es dieselbe Geschichte. Und es bleibt dabei, es gibt Probleme hier. Es gibt Probleme. Warum hatte ich jetzt eigentlich vier Weißpartien gegen alle Kids hier? Verstehe ich nicht. Läufer H6, Springer G6, geil ist der Große. Große. Läufer H6, auch Springer G6. Deshalb klappt das noch nicht. E5, wow. Schöne Ressource, habe ich nicht gesehen. Sehr schöne Ressource. Problem ist, der Bauer wird gefesselt, deshalb kann Schwarz E4 nicht spielen. E4 würde er wirklich sehr gerne spielen, aber das würde seine Dame hängen lassen. Brian the Brain 24 fragt: Niklas, hast du einen Discord-Server? Ich sehe Brian the Brain. Du bist heute das erste Mal dabei. Das freut mich. Schön, dass du dabei bist. Natürlich habe ich einen Discord-Server mit über 1600. 1600, wie sagt man denn? Mitgliedern? Teilnehmern? Ansässigen? Ansässigen ist, glaube ich, das richtige Wort. So, Blitzschweif, danke dir für die Partie und Glückwunsch nochmal zu deinem starken, zu der starken Leistung in dem Turnier. Hab ja die letzte Partie auch verfolgt. Was kann ich dir hier mitgeben? Ich glaube, es ist ein bisschen präziser, C schlägt D4 zu spielen, denn dann. Wenn ich dann Läufer D3 mache, hast du Dame A5 als Alternative. Und ansonsten hier nach Springer E2 sollte man auf C3 wohl schlagen. Aber diese Stellung ist auch relativ gefährlich für Schwarz. Kaiser DD. Ja, das ist eben, das ist der Witz. Kaiser DD sagt, Ton bei Jan mit diesem Rode USB-Mikro ist super. Vielleicht ist das eine Empfehlung. Schau mal, was ich hier habe. Schau mal, was ich hier habe. Ich habe genau dasselbe Mikro. Ich habe genau dasselbe Mikro wie Jan. Insofern, deshalb frage ich mich eben auch, was, woran liegt es? Woran liegt es? Ja, vielleicht wirklich an der Akustik im Raum. Vielleicht wirklich an der Akustik im Raum, dass hier nicht genug Zeug drinsteht. Aber okay, das ist eine Sache, um die ich mich mal kümmern muss. So, Möbel, Möbel, ja. Bilder aufhängen. Ich habe hier auch ein Bild. Ich habe hier auch ein Bild. Also, ja, so viel Platz ist hier nicht mehr eigentlich. Ich könnte den Greenscreen runterfahren. Meint ihr, es hilft, wenn ich den Greenscreen runterfahre? Dann werde ich nur ein bisschen grün hinter mir. Okay. Lassen wir das auf sich beruhen. Ich denke mal, man kann den Ton aushalten. Darauf können wir uns, denke ich mal, verständigen. Und für alles Weitere, um alles Weitere muss ich mich dann kümmern. So, damit kommen wir zum Ende zu diesem Teil des Streams. Nochmal Grüße gehen raus an alle Leute, die hier teilgenommen haben bei diesen drei Turnieren in der Liga A, B und C und auch dem U18-Turnier. Und natürlich an die Schachfreunde Tegernheim und an Brunhilde Fischer, die das Ganze hier organisiert hat, die mich angesprochen hat, die auch Chessens benutzt, mein Trainingsprogramm für das Training mit den Kids von der Schulschachgruppe und von den Schachfreunden Tegernheim. Grüße gehen auf jeden Fall raus, wünsche euch weiterhin viel Spaß und Erfolg. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Abends, nämlich zum Spielen gegen die Mitglieder. Also, was jetzt passieren wird, ist, dass mich meine Mitglieder herausfordern können. Genau, ich habe schon ein paar Herausforderungen. Also, was ist das hier? YouTube-Mitgliedschaft. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich schon. Es geht darum, ihr könnt hier Mitglied werden auf YouTube. Das ist so ähnlich wie die. Puh, was geht denn hier ab? Das ist so ähnlich wie die. Wie die Subs bei Twitch. Das ist so eine Stellung. Hoi, hoi. Oh, Läufer 2, schöner Zug. Matt setzen. Was ist das für eine Stellung? Andrei Sipenko hier am Start. Läufer E3. Oh, das ist großartiges Schach. Was ist das für eine Partie? Dame F1? Nee. So, Sipenko gewinnt das hier. Wow. Ah, der Typ ist ein Tier. Okay, so. Also, ich fange nochmal neu an. Ich fange nochmal neu an. Vielen Dank, Vanessa. Vielen Dank dir. Sag, wollte dir nur sagen, wie toll ich deine Videos finde.
Die versüßen mir immer den Abend. Ich werde ja schon ganz rot im Gesicht hier. Mensch, also, die YouTube-Mitgliedschaft ist so ähnlich wie die Subs auf Twitch. Da ist das Mal. Und da haben wir noch ein neues Mitglied. Gaming-Spielplatz, ja Mensch. Gaming-Spielplatz, mein geschätzter Streaming-Kollege, ist jetzt auch Mitglied. Grüße gehen raus an Gaming-Spielplatz. Also, YouTube-Mitgliedschaft ist so ähnlich wie die Subs auf Twitch. Das heißt, man bezahlt 4,99 € im Monat und bekommt dafür diverse Vorteile. Es gibt Emotes, es gibt Badges, es gibt einen exklusiven Discord-Kanal, also wo nur YouTube-Mitglieder reinkommen und Fragen stellen können und wo sie alle Infos bekommen zu den Events. Und die Events laufen alle über League-Chess. Da gibt es Sub-Battles. In 2 Wochen ist das nächste mit The Big Greek. Ich wollte auch mal eins mit Kugelbuch machen. Ich wollte ihn mal fragen, oder? Habt ihr darauf Bock? Sub-Battle mit Kugelbuch? Er kann dann auch selber mitspielen. Naja, oder auch nicht. Also, wie dem auch sei. Aber ich dachte, das ist auch mal eine Idee. Und was noch? Genau, dann gibt es solche Streams wie hier und jetzt, nämlich dass mich meine Mitglieder herausfordern können. Oder gestern hatten wir eine Mitgliederarena. Das gehört dann da alles dazu. Wer ist denn Gamri Kelme? Der ist auch aus Russland. Interessiert mich jetzt mal. Ah, Stugirov. Auch kein schlechter Spieler. Auch kein schlechter Spieler. 2,675 Wertung. Ja, okay, die gönnen sich hier ein kleines Duell, die beiden. Die gönnen sich ein kleines Duell. Brian the Brain. Ich wohne nicht auf dem Mond, mein Lieber. Ich wohne nicht auf dem Mond. So. Geht's los, oder? Ah, ich hole mir noch mal kurz was zu trinken. Und dann geht's los. Also, ihr könnt gerne alle die Herausforderung stellen. Und dann können wir hier gleich. Können wir gleich durchstarten. So. Okay. Okay. So, bis gleich. Arthur sagt, vielleicht wird das interne Mikro vom Laptop benutzt. Welches Laptop, Arthur? Jürgen Klein sagt, er würde so gerne mitspielen. Jürgen, bist du Mitglied? Das können wir einmal herausfinden. Jürgen, ich weiß nicht, ob du gerade zugehört hast, aber jetzt spiele ich nur gegen Mitglieder. Du kannst natürlich Mitglied werden, das ist dein gutes Recht. Du kannst Mitglied werden. Du kommst ins Team rein, Passwort ist im Community-Bereich auf YouTube zu finden und kannst eine Herausforderung stellen und vielleicht kommst dann gleich zu einer Partie. Aber dasselbe geht auch an Zaki. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr gerade es eingeschaltet, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall läuft so der Hase heute. Das ist jetzt ein Stream für die Mitglieder. So, JabGet, ich habe keinen Lieblingsschachspieler. Okay. Ich nehme jetzt hier zufällig eine Herausforderung an. Gegen Clara Fall. Alles klar. Auf geht's, Clara. Okay. Good luck, have fun. Was können wir denn mal spielen heute? So, wir können mal das Defab Gambit probieren. André Schucht, eine Mitgliedschaft kostet 4,99 € im Monat. Du kannst alle Infos sehen, wenn du auf den Button gehst in Blau unter dem Video Join oder Mitglied werden zu Deutsch. Da kannst du das sehen. Okay, klar, Fall ist im Stafford Gambit gekonnt ausgewichen, hat nicht auf C6 geschlagen, hat einfach den Bauern zurückgegeben. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt hier mal das Stafford Gambit in seiner ganzen Großartigkeit zelebrieren. So, Läufer nach D6. Jetzt ist es eher eine ruhige Stellung auf dem Brett. Zaki, wann kommt das 80.000 Abonnenten Spezial? Gute Frage. Ich frage mich das auch schon, wann das kommt. Ich bin auch schon ganz gespannt. Aber ich hatte noch nicht den genialen Einfall, was ich da gerne machen möchte.
Insofern, vielleicht machen wir auch einfach Oldschool, ich gegen euch, ohne Gäste oder irgendwie sowas. Ich wollte eigentlich einen Speedrun machen, aber ich habe mit LeeChess gesprochen und auf LeeChess ist das nicht so gut möglich. Und jetzt wollte ich mir was anderes einfallen lassen, aber habe mir noch nichts einfallen lassen. Insofern, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann immer her damit. Stiergambit sagt, spiel doch das Stiergambit. Dazu müsst ihr aber erstmal wissen, was das Stiergambit ist. Ist das eine Figur einstellen irgendwo oder weiß ich jetzt nicht. Sag mir das mal. Weil das hatten wir gestern auch nicht geklärt, was das Stiergambit ist. Max sagt vielleicht was mit Ilya. Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir schon beim letzten Mal, beim 70.000 Abonnenten-Spezial. Oh, Springer B4. Tot. Ah, Springer B4 direkt wäre sogar noch besser gewesen. Dame F5 G6. Dann Springer schlägt C2. Maxi 0608 fragt, kann ich trotzdem mitmachen? Nein. Maxi 0608, wie soll ich es dir sagen? Das ist ein Stream für meine Mitglieder heute. Und wenn du kein Mitglied bist, dann kannst du nicht mitmachen. Ich hoffe, das kannst du verstehen. Gaming-Spielplatz, genau. Du musst erst noch dem Team beitreten auf YouTube. Das ist wichtig. Du musst dem YouTube-Mitglieder-Team beitreten. Schau mal in den Community-Bereich von YouTube. Da findest du den Link zum Team. Da findest du auch das Passwort, um dem Team beizutreten. Und dann kannst du da reinkommen. So, C4 freut mich, denn hier hat sich jetzt eine Schwäche ergeben. Das war eigentlich nicht nötig, mir diesen Angriffspunkt zu geben. Lieber 3 oder 5 Minuten, wie du möchtest. 3 oder 5 geht beides. GG. Alles easy. Alles easy. Wie wäre ein Special mit Herrn Schüler? Mit Hendrik Schüler? Oder welchem Schüler? Gaming-Spielplatz hat jetzt auch eine Herausforderung gestellt. Aber ich kann dir nicht garantieren, dass es zu einer Partie kommt, mein Lieber. Ich habe immerhin 18 Herausforderungen hier. Also das wird ja zufällig ausgewählt. Das Black Mat D-Man Gambit Agent Mana, habe ich glaube ich auch neulich schon gespielt und kann ich auch schlecht mit Schwarz spielen, mein Lieber. Ist nicht so leicht umzusetzen. Ein Hendrik Schüler Special. Ja, das wäre auch witzig auf jeden Fall, denke ich. Hendrik Schüler war mein aller meiner ersten Schachlehrer. In meinem Verein. Springer A3, wohin mit dem Springer? Okay, ich ziehe mal weiter hier auf die schönen weißen Felder. Vorschlag für Special andere Schacharten wie Chess 960, Atomic King of the Hill. Ja, nee, habe ich nicht so Bock drauf, um ehrlich zu sein. So, ich hole mir mal den Springer hier ab. Das war jetzt ein Fehler, ein klarer Fehler von Clara Fall. Brian Brain 24 fragt, wozu Passwort? Wozu Passwort? Verstehe die Frage nicht, Brian the Brain. Ich verstehe die Frage nicht. Nee, das ist ein bisschen gewagt. Springer E5. Ja, Dame E7. Das YouTube-Mitglieder-Team ist nur für die YouTube-Mitglieder. Deshalb gibt es dafür ein Passwort. Weil ansonsten könnte ja jeder beitreten. Ist ja logisch. Ah, der Läufer ist ein bisschen komisch jetzt. Dame A4 unterstreicht das. Ah, ich habe ein bisschen ungünstig gespielt. Aber ich glaube noch alles im grünen Bereich. Nach Springer C4 muss ich zwar die Dame geben, aber das kann ich verkraften. Genau, es gibt zwei verschiedene Teams. Es gibt Team Huschi, da kann jeder beitreten. Und es gibt das YouTube-Mitglieder-Team, da können nur die YouTube-Mitglieder beitreten mit dem Passwort. Dame F6, C4 Springer schlägt D4 und Turm schlägt E5. Springer D7. Okay. Wird man aus dem Mitgliederteam herausgeworfen, wenn man kein Mitglied mehr ist? Guter Punkt, Max. Wir machen das folgendermaßen. Da gibt es keine besonders elegante Lösung und das müssen wir auch bald mal wieder machen. Nämlich, wir schmeißen alle Leute einmal aus dem Team und dann gibt es ein neues Passwort und dann können alle Leute wieder beitreten. Das werden wir jetzt bald machen.
Das werden wir jetzt bald machen. Okay, Brian the Brain, Sakubuch ist jetzt live. Na dann, mach's gut, ne? Ciao. Dann grüß den Kuchenbuchlieb von mir, Brian the Brain. So. Okay. Was können wir hier machen? Springer C2? Ja, warum nicht? Hier mal auf die Gabel gehen, gewinnt zwar kein Material, aber jetzt doch der Turm. Ja, ich weiß nicht, wie es hier angehen soll. Wie soll ich es hier angehen? Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was ich machen soll jetzt mit Turm Springer B. Machen wir Springer D4, Springer E2, Dame G1. Das sieht gut aus. Okay. Geschafft. Klar, Fall. Danke dir für die Partie und deine Unterstützung. Was kann ich dir mitgeben? Ja, C4 war unnötig. Bis hierhin alles okay, alles in bester Ordnung. Turm E1, vielleicht A3, einmal Springer B4, Idee aus der Stellung zu nehmen. C4 gibt mir einfach hier eine Schwäche. Einen isolierten Bauern, der nicht von anderen Bauern gedeckt werden kann. Und gibt mir Felder, gibt mir das Feld D5. Das hilft mir nur. Es hat dir nicht so viel geholfen. Und dann war hier natürlich der Einsteller. Gut, der Springer, diese Springermanöver waren jetzt auch ein bisschen seltsam. Und hier war jetzt der Einsteller Läufer C3. Also hier müsst ihr irgendwas anderes machen. Vielleicht Springer C2. Dann ist auch noch nicht so viel los. Gigi fragt, was denkst du, wie alt deine Zuschauer so im Schnitt sind? Ja, das brauche ich nicht denken. Ich sehe ja die Statistiken. Und die meisten sind zwischen 17 und 35, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich glaube fast die Hälfte. Irgendwie sowas. Sagt mir YouTube zumindest. Okay, gehen wir zur nächsten Partie. Wieder zufällige Herausforderung und meine erste Partie gegen Pyroka. Auf geht's, meine erste Partie jetzt gegen Pyroka. Wunderbar. So, okay, spielen wir mal. Was machen wir jetzt? Was können wir mal probieren hier? Was gibt es noch für Gambits? Es gibt immer so viele Gambits, aber dann fällt mir keins ein, wenn ich eins spielen soll. ABC-FEGM fragt, Niklas, mit wie vielen Jahren hast du angefangen, jeden Tag zu trainieren? Das setzt voraus, dass ich irgendwann mal jeden Tag trainiert habe, was ich glaube nicht der Fall war. Also sicherlich mal ein paar Tage, aber jeden Tag? D3, okay. Das ist ein bisschen passiv, aber kann man sicherlich auch machen. Ja, ich finde die Lösung nicht so schlecht. Ist zwar ein bisschen umständlich, aber ich meine, letztendlich ist es für alle Mitglieder, die dann wieder beitreten, ist es 2 Klicks, ne? Also es ist wirklich kein großer Aufwand für die Mitglieder, für uns, für die Mods und mich ist es ein bisschen Aufwand, alle zu entfernen. Ich weiß nicht, ob Zex da eine Lösung hat, vielleicht mit einem Bot, wo man das beschleunigen könnte, irgendwie sowas in der Art, aber im Großen und Ganzen bin ich mit der Lösung einigermaßen zufrieden. So, wir sind im Endspiel hier gegen Pyroka. Ja, erstmal nicht viel los. Einziger Unterschied ist, der König kann nicht mehr rochieren. Und da wird ein bisschen die Frage sein, wo mein Gegner den König hinstellt. Aber C3, König C2 wäre jetzt ja sehr angebracht. Ja, macht er auch. Oder sie? Ja, sehr vernünftige Schach bisher von meinem Gegner. Gut, D3 musste jetzt nicht sein, man hätte auch den Bauern schlagen können, aber so weit, so gut, ist nicht viel passiert, die Stellung ist, denke ich, ungefähr im Gleichgewicht. Ich bin ein bisschen besser entwickelt mit meinen Figuren, aber ansonsten, die Stellung ist sehr fest, der König steht gut, der Bauer blockiert hier schön die Felder, läuft C4, ist ein schwerer Fehler jetzt tatsächlich. Wegen Taktik. Taktik ist immer, muss man immer auf der Rechnung haben. Hier bekomme ich jetzt einfach 2 Figuren für den Turm und das ist in dieser vorliegenden Stellung ist das besser für mich.
Mach bitte Damengambit. Warum denn Damengambit, Jürgen? Also das Damengambit ist jetzt keine so spannende Öffnung, muss man ganz ehrlich sagen. B3, ich ziehe Läufer zurück nach E6. Damengambit werde ich nicht machen. Wer hat mir das Schachspielen beigebracht? Mein Vater. Wie schwer war es, ist es oder war es, GM zu werden? Schon ziemlich schwer. Schon ziemlich schwer. So. Also ich habe schon sehr viel Zeit in meinem Leben mit Schach verbracht, ne? Das kannst du mir glauben. Es gibt ja diesen Spruch, um ein Experte in etwas zu werden, muss man 10 Stunden sich mit der Sache beschäftigen. Hat irgendjemand mal aufgestellt, diese Zahl? Und ich habe auf jeden Fall meine 10 Stunden absolviert im Schach mindestens. So, gut. Denkst du, dass du ein solider GM bist? Nee, bin ich nicht. Bin ich definitiv nicht. Ich wünschte, ich wäre ein solider GM. Ich wünschte, ich würde ab und zu gewinnen und ganz selten verlieren, aber das ist leider nicht der Fall. Das ist leider nicht der Fall. Ich gewinne, aber ich verliere auch relativ häufig und das ist das Problem. Mir war, als hätte ich irgendwas im Mund gehabt. Ich habe es immer noch. Okay. Ich muss das hier mal kurz entfernen, so geht's nicht. Okay, gut. Gelöst. So, ich habe die Qualität gewonnen und habe jetzt erfreue mich einer ganzen Mehlfigur. Das ist natürlich super. Okay. Herzlichen Glückwunsch an der Muggel. Ist heute der Erste, der sich qualifiziert, um geblockt zu werden. Glückwunsch an der Muggel auf jeden Fall. So, hier jetzt die Läufer, eine Figur mehr. Und jetzt tausche ich einfach meine Figuren ab. Und dann wird sich irgendwann die Mehrfigur zeigen lassen. 10.000-Hour-Rule nennt sich das. Ja, aber ich meine, das ist irgendwie so eine willkürliche Zahl. Ne? Ich weiß nicht genau. Gut, ich kenne es den Hintergrund nicht, aber 10.000, so eine schöne runde Zahl. Ne? Aber ich glaube, das kann man nicht auf alles übertragen. Okay, F5, den Läufer sollte ich nicht einstellen, deshalb schlage ich auf F4. H4. Okay, Läufer D6 vielleicht. Gegen welche großen Namen hast du denn schon gespielt? Wasila Graf, Kawana, Wesley So, Mamedyarov. Das sind wahrscheinlich die 4 größten. Kannst du während Corona von Schach leben? Ja. Also tatsächlich besser als davor. Gregor, mein Lieber. Denn wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, ist mein YouTube-Kanal enorm gewachsen im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr um diese Zeit stand ich bei ungefähr 30.000 Abonnenten. Und jetzt sind es 50.000 mehr. Insofern. Das ist natürlich der Tatsache zu verdanken, dass Schach auch sehr schön im Online-Bereich, dass sehr schön online praktiziert werden kann. Also sowohl gespielt als auch trainiert. Und das, ja, war da quasi die Rettung für mich.
Meint ihr eigentlich, Lead Chess führt mal ein, dass man mehrere Züge in Folge pre-moven kann? Wäre irgendwie schon cool. Ne? Ich finde das bei Chess.com, finde ich das schon so ein ganz nices Feature, bin ich ganz ehrlich. Dann könnte ich hier jetzt auch sehr weit pre-moven. Okay, Bürka, danke dir für die Partie und danke dir für die Unterstützung. Unsere erste Partie hier gegeneinander. Was kann ich dir sagen? Ja, Eröffnungsphase okay und dann hier Taktik. Ne? Trainier die Taktik, das macht einfach den Unterschied auf deinem Level und alle anderen, die jetzt auf einem ähnlichen Level sind, bis sagen wir 2000 Lead Chess, 2000 Punkte auf Lead Chess, trainier Taktik. Es macht so einen großen Unterschied, vor allem in Blitzpartien. Okay. So, weiter geht's zur nächsten Partie. Und jetzt haben wir Jan. Jan 2011, auch unsere allererste Partie gegeneinander. Wunderbar, Jan, auf geht's. Spielt erstens D4. Spielst du Schach lieber auf dem Brett oder online? Auf jeden Fall auf dem Brett, Blendi. Von allen Spielern, die es jemals gab, gegen wen wirst du am liebsten mal spielen? Michael Thal auf jeden Fall. Danke dir, Sean. Danke dir. Xylotar wurde durch eine Netflix-Serie hergebracht. Ja, welche das wohl war, das fragen wir uns jetzt alle. Ich habe gerade mit Online-Schach angefangen. Hast du eine Meinung zwischen LeadChess.org, Chess.com, Chess24, irgendeine Seite besser oder so? Ne, es kommt darauf an, für was. Wenn du jetzt zum Spielen fragst, würde ich auf jeden Fall LeadChess sagen. Wenn du sagst Schachnews, würde ich auf jeden Fall Chess24 sagen oder Übertragung. Ja, also ich bin vor allem auf LeadChess zu finden, auch weil es hier komplett alles kostenlos ist und mir das Interface sehr gut gefällt. Aber Chess24 und Chess.com sind auch gute Seiten. Auch zum Spielen kann man auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, gemeinhin ist es, glaube ich, ja, bekannt, dass Lead Chess die beste Spielerfahrung bietet ist das Wort. Aber zum Beispiel für Übertragung und Kommentierung, Chess24 ist Nonplusultra. Auch die Schachnews sind unfassbar gut auf Chess. Chess24, so gut geschrieben von Colin McCourty, lese ich mir auf jeden Fall mal durch. Ist auch die einzige Seite, wo ich Schachnews lese, tatsächlich. Ich bin nicht woanders noch. Chess.com bin ich tatsächlich relativ selten. Kann man auch ganz gut spielen, denke ich, aber ja, ich bin halt lieber auf LeadChess. So, E4. Tauschen wir mal ab hier. Ich glaube, ich habe nicht ganz optimal gespielt, aber. Es muss auch nicht so schlecht sein. Gut, das habe ich jetzt hier ein bisschen provoziert. Wir werden sehen, ob das ein Fehler war. Vielleicht war es ein Fehler. Vielleicht auch nicht. Ich hätte auch erstmal auf D4 schlagen können. Ja, wer weiß. Wer weiß, was richtig ist. Auf F6 zu schlagen kann nicht der kritische Zug sein. Es muss eigentlich auf G5 schlagen gewesen sein. Schlägt Dame E4, Springer schlägt F6, kann ich machen, ne? Dann schlagen wir erstmal hier. Ja, ich denke, das ist besser. Erstmal zwischenschlagen, Angriff auf die Dame. Dame D2, G schlägt H4, Dame schlägt H6, Dame schlägt F6. Ist alles ein bisschen knapp, aber funktioniert. Bitte mach Bordangriff, sagt Jürgen. Was ist Bordangriff? Kenne ich nicht. Chess.com finde ich sehr unübersichtlich und auch der Spielstil der Gegner ist in meiner Wahrnehmung echt anders und komisch zum Teil. Ja, jeder hat da so seine Präferenzen, ne? Also zu Chess.com, da habe ich auf jeden Fall am wenigsten gespielt von allen den drei Seiten. Früher habe ich sehr viel auf Chess24 gespielt. Habe ja auch recht viel gemacht für Chess24. Und jetzt auf Lead Chess. So, jetzt kann ich den Turm nach C2 bringen, deshalb spiele ich E5. Hat aber auch so ein bisschen Nachteile, weil das Feld F5 hergegeben wird. Aber ich dachte mir, der Turm auf der zweiten Reihe, der ist es das wert. Der ist es das wert. So, Turm C2. Kann ich hier vielleicht sogar mit einem Matt irgendwie liebäugeln? E4, macht das was? Macht E4 was? E4, König E3. E4, König E3. Springer G4, König F4. Turm D1, Turm D1, Springer schlägt auf 2.
Ist jetzt alles noch nicht so durchschlagend. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Nee, ich glaube, da helfe ich nur, seinen König zu aktivieren. Ich schlage mal auf D1, Spiel H3, dass ich hier seine Struktur noch ein bisschen verschlechtere, bevor ich dann den Bauern auf B2 schlage. Warum hast du keinen Battle Blitz auf Chess 24? Fabian, ich mache doch hier die ganze Zeit Banter Blitz. Warum soll ich denn dann auch noch auf Chess 24 Banter Blitz machen? Das mache ich doch hier jeden Stream. Spiele ich und rede dabei über meine Partien. Insofern habe ich da kein Bedürfnis, noch mehr von davon zu machen. Tobias findet auch Lichess von der Aufmachung deutlich besser. Ja, damit gehe ich konform. Und D2K92Z fragt, liest der den YouTube-Chat überhaupt? Ja, tue ich. Was soll ich denn hier sonst lesen? Also Twitch sehe ich natürlich auch und Facebook am meisten, aber vor allem YouTube. Was muss man bei deinem Training machen bei 1200 bis 1700 bei den Taktikaufgaben? Tue vor, ich verstehe die Frage nicht. Welches Training genau? Meinst du das kostenlose auf Chessens? Meinst du das hier, wo ich jetzt den Link reinposte? Bin mir nicht sicher, was du meinst. Da muss man Aufgaben lösen auf jeden Fall. Taktikaufgaben und gemischte Aufgaben aller Art. So, streamst du auf dem Mac oder Windows? Windows. Springer D6 will jetzt hier auf den Bauern gehen. Turm E2. König G6 sieht erstmal vernünftig aus. Ja, ich habe jetzt hier eine sehr gute Stellung. Zwar, Material ist ausgeglichen, aber oh, jetzt habe ich gerade geblandet, ja? Ich dachte, Springer schlägt auf 7, König G7. Aber dann hat der Springer schlägt E5. Ah, lästig. Lästig. Aber vielleicht kann ich so tun, als würde ich seinen Springer fangen. Er hat noch Springer D8 allerdings. Ja, okay. Das war jetzt ungünstig. Ungünstig gelaufen. Tja, was? Oh, das wollte ich gar nicht. Ups, Turm D7, hab mich verdrückt. Zum Glück war es kein richtiger Sackzug. Jetzt ist der Springer doch fast weg, oder? Ist der Springer nicht weg? Der Springer ist weg? Ah ne, Quatsch, kann er wieder dahin? Ich bin komplett lost. Aber jetzt ist es, Moment, der Turm ist weg. Irgendwas ist jetzt doch mal weg, oder? Irgendwas ist doch jetzt mal weg hier. So. Wie kann man dich herausfordern ohne Re Rack Eats? Einfach über mein Profil. Über mein Profil kannst du mich herausfordern. Kann man das nicht hier irgendwie. Gibt es dafür nicht einen Command auch vom Nightbot? Da ist er doch. Da ist der Command. Der Nightbot ist immer am Start, wenn man ihn braucht. Wenn man ihn braucht. Verklick Sieg, genau. Turm D7 war vielleicht gar nicht so schlecht. Wobei Springer C6 sollte eigentlich für Weiß noch alles in Ordnung sein. Ja, gute Partie, mein Lieber, gute Partie. Okay. So, gehen wir weiter zur nächsten Partie. Jetzt gegen Zürich 1-2-3. Meine zweite Partie gegen Zürich 1-2-3. Was können wir mal spielen? Was können wir mal spielen? Gib mal einen Vorschlag hier rein, was wir mal spielen hier in der Partie jetzt. Wir haben Mora Gambit, okay. Halloween Gambit. Habe ich das nicht neulich gespielt? Halloween Gambit? Vienna Gambit? Okay. Vogelangriff auf Englisch? Jürgen, du hast die ganzen Eröffnungen, von denen ich noch nie was gehört habe. Scotch? Königsgambit? G4? Okay, schauen wir mal, was er macht. Okay, jetzt. Jetzt müssen wir nochmal überlegen. Elefantengambit geht nur mit Schwarz. Italienisch-Schottisch, Krabbeneröffnung. Was war nochmal Halloween Gambit? Ich vergesse das immer. Das ist irgendwie reinhauen auf E5, ne? Ah, ich weiß. Habe ich das nicht neulich gespielt?
Habe ich das nicht neulich gespielt beim Stream? Ich habe Jerome Gambit jetzt gespielt gestern. Aber habe ich nicht Halloween Gambit? Habe ich doch auch gespielt. Habe ich doch schon neulich gespielt. Das können wir nicht schon wieder machen. Nee, was haben wir jetzt noch für Möglichkeiten? Jerome Gambit habe ich schon gespielt. Otto Schnapp? Nee. Ja, machen wir mal schottisch, oder? Das war jetzt kein Gambit. Aber wir können das Göring Gambit spielen. Kennt ihr das Göring Gambit? Vielleicht können wir das hier spielen. H3 klingt gut, sagen wir Navi, alles klar. Kennt ihr das Göring Gambit? Das geht folgendermaßen. Jetzt hier C3. Nee, ich erfinde das nicht. So geht das. Ja gut. Wenn mein Gegner nicht es annimmt, dann habe ich jetzt einfach eine gute Stellung. Das ist natürlich auch sehr angenehm. Das nehme ich auch gerne so mit. Georg sagt, das klingt irgendwie seltsam, aber ich weiß, woran du denkst, aber das heißt wirklich so. Oder? Schottisch Göring Gambit, ich sag's doch. Ja. Ich denke mir das hier nicht aus. Also es handelt sich nicht um den Göring, an den du denkst. So viel kann ich dir sagen, Georg. Oh Mann. So. Erstmal H3. Erste 10 Züge mit Bauern. Ja, das hatten wir auch schon, Thomas. Das hatten wir auch schon neulich, wo ich nur Bauernzüge gespielt habe. Wir wollen uns ja nicht immer wiederholen. Was mal? Fried Liver war doch irgendwie. Mit Springer G5, ne? Zwei Springerspiele, Springer G5. Muss ich auch nochmal googeln, was Fried Liver ist. Ja, okay, aber da muss ja der Gegner mithelfen. Das kann ich ja nicht selber so kontrollieren, ob es dazu kommt. Ture Froheim fragt, soll man bei den Aufgaben das Matt finden? Du sollst den besten Zug finden. Manchmal ist das vielleicht ein Matt, aber manchmal ist das auch einfach eine Gewinnstellung. In einer Schachpartie sagt dir jetzt auch niemand: Komm hier, Ture, finde das Matt. Genau, CX hat es reingepustet. Das hatten wir jetzt hier auf dem Brett. Also, Ture, einfach die besten Züge finden. Und bis dahin, wo du sagst: Oh, jetzt ist eine Gewinnstellung. So viel muss ich gesehen haben. Bootes Gambit kann ich selber schon, ja, das stimmt. Das Randbauernspiel. Das Randbauernspiel. Das gute alte Randbauernspiel möchte gerne Zonk sehen. War das jetzt eigentlich eine Verbesserung, die Dame erst noch nach C8 zu drängen? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es eine Verbesserung für ihn. Kennst du Bonecloud Attack? Nee, kann man. Erzähl mal. Ich kenne nur die normale Bonecloud. Aber nicht die Bonecloud Attack. Musst du mir mal erzählen, was das ist. Wir können mal die Carlsen Bonecloud spielen, vielleicht. Also, wir haben die Nakamura Bonecloud, habe ich ja schon angewandt. E4 König E2 oder E3 König E2. Wir können noch die Carlsen Bonecloud spielen. Oder wir können die ganz extreme Bombcloud spielen, aber ich weiß nicht, ob wir uns das. Das ist schon sehr extrem dann. Ich weiß nicht, ob wir das machen können. Das ist eine sehr extreme Bombcloud auf jeden Fall. Das Gambit heißt Vogelangriff. Jürgen. Okay, ich gebe jetzt mal Vogelangriff bei Google ein. Schau mal, was da aufkommt. Irgendwie nicht zu Schach. Vielleicht muss ich noch Schach als Stichwort eingeben. Vogel scheucht Verteidigung. Jetzt kommen hier Bilder von rotem Vogel. Also irgendwie, Jürgen, du musst noch mal an deinen Bezeichnungen arbeiten auf jeden Fall. Birds Opening. Meinst du die Bird-Verteidigung? Meinst du das? Das heißt Bird-Verteidigung. Nicht Vogelangriff. Ach ja, ihr bringt mich hier zum Schmunzeln auf jeden Fall. Frankenstein-Dracula-Variante wird aber schwer aufs Brett zu bekommen. Okay, verstehe.
Ach, Kamran ist dasselbe. Ja, okay, dann kenne ich das natürlich. Ist doch klar, wer kennt nicht die Bonklan? Die ist ja allgemein bekannt. So, jetzt penetrieren wir über die Haarlinie. Wir dringen ein. Bam. Bam. Von allen Seiten dringen wir ein. So, Spray B6 hat die Verteidigung gefunden. Mensch, der kämpft wie ein junger Stier hier. Okay, A4. Oh, jetzt wird aber König B7, okay. Aber jetzt Thomas 7. So langsam muss doch mal das Ende der Fahnenstange hier erreicht sein. Läufer 6. Der findet immer noch einen Zug, das gibt's doch nicht. Jetzt ist aber Schluss. Zürich, stark gekämpft. Stark gekämpft. Okay, was kann ich dir mitgeben für die Partie? Ja, nimm Spielziel D5 hier. Das ist die beste Möglichkeit, um mit dem Göring-Gambit umzugehen. D5 an dieser Stelle. Freunde, okay, weiter geht's. Nächste Partie. Nächste Partie. Gegen Siruman. Gegen Siruman, den einzig wahren Siruman. Auf geht's, Siruman. Let's go. Let's go. Okay, es ist an der Zeit mal wieder, oder? Wir haben es zu lange nicht gesehen. Aber Siruman hat sich bestimmt darauf vorbereitet. Oh, das abgelehnte Elefantengambit. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Variante mal hatte. Ein Zug, den man hier nicht machen sollte. So viel sei gesagt, ist der Zug G5. Das würde ein Matt erlauben in einem Zug. Deshalb werde ich auf diesen Zug verzichten und spiele D6. Blendy Mirinko sagt deine Meinung zu Nakamura. Was genau ist die Frage? Blendy, was genau ist deine Frage, deine Meinung zu Nakamura? Nakamura macht sehr viel für Schach auf jeden Fall. Geht auf 1 Million Follower auf Twitch zu, was echt unfassbar ist. Ich glaube, bei YouTube ist er auch mittlerweile ziemlich am Start. Insofern, ja, Nakamura hat einiges unternommen letztes Jahr und weiterhin mit seinem Streaming, mit seinen Kooperationen mit vielen bekannten anderen Persönlichkeiten im Streaming-Bereich. Und das ist definitiv eine schöne Sache für Schach. Tyram sagt, hatte mich so sehr darauf gefreut. Worauf hattest du dich so sehr gefreut, Tyram? D5 ein guter Zug, guter Ansatz auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt, gibt es hier ein gutes Follow-up? Vielleicht läuft E2 und wenn ich E5 spiele, dann B4. Das wird alles ein bisschen konkreter. Wahrscheinlich sogar. Läufer E2 ist ein guter Zug jetzt hier. Läufer D3 ist nicht ganz so gut, weil das jetzt hier in die Gabel reinläuft mit Läufer und Springer. Ach, Tyram, du hattest dich so sehr auf das Elefantengambit gefreut. Fabian, dazu habe ich schon was im letzten Stream gesagt. Was bedeutet es, dass du da nicht dabei warst? Was soll ich dazu sagen jetzt? Ich bin sehr enttäuscht, sehr enttäuscht. Nein, mach nur Spaß. Aber du wirst verstehen, dass ich mich nicht immer wieder zu denselben Geschichten äußern möchte. Ja, hier ist jetzt auf einmal eine Figur abhanden gekommen bei Siruman. Die Figur, die wäre nicht unbedingt abhanden gekommen. Also man hätte den Läufer auch ziehen können. Jetzt droht E7, das darf ich nicht zulassen. Deshalb Springer C6, der Springer am Rand, wissen wir ja, der muss sowieso zurückkommen. Insofern Springer C6 verhindert E7. Und jetzt habe ich eine Figur mehr, was mich natürlich sehr freut. Gut, erneut die Drohung mit E7, deshalb Dame E7. Ich hätte auch Turm E8 spielen können, aber Dame E7 ist soweit auch in Ordnung. Springer D5, wichtigerweise geht nicht. Läufer G5 wäre jetzt ein ganz interessanter Versuch, um Springer D5 zu spielen. Macht er jetzt auch. Und ist ein bisschen lästig, bin ich ganz ehrlich. Ich werde mal Springer D4 versuchen, hier Gegenangriff gegen seine Dame. Aber vielleicht war es ein
Kein guter Zug gegen Dame C4. Dame D3. Springer D4 war einfach ein nervöser Zug. Also war einfach nervös. Jetzt sieht das schon recht riskant aus. Ich glaube, es funktioniert alles für mich, aber Dame C4 hätte mir hier wirklich mehr Probleme bereitet, weil es den Bauern deckt und dann Springer D5 liegt in der Luft. War ein bisschen unnötig. Hier sollte aber eigentlich alles funktionieren soweit. Zack. Okay, das ist einfach ein Abtausch. Fabian, da musst du schon den ganzen Stream schauen. Ahoi Malleberg, ahoi. Nee, Fabian, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Die Schiedsrichter haben da Fiuse während der Partie gestört. Das ist nicht gut gelaufen. Es ist nicht gut gelaufen einfach so. Das wissen die Schiedsrichter sicherlich auch selber jetzt. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Ist ja jetzt kein Weltuntergang gewesen. Und hat jetzt auch nicht das Turnier, die ersten beiden Plätze hat es ja nicht beeinflusst, weil Firuze sowieso nicht mehr in den Tiebreak kommen konnte. Dass das so geregelt war, finde ich auch sehr ungünstig. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Ich habe die Dame gewonnen von Siruman und das ist jetzt die Aufgabe. Siruman, ja, Elefanten damit kannst du auch getrost annehmen und dann hier, das war, denke ich, ein interessanter Moment. Hier, wenn du hier Läufer E2 spielst und ich dann E5 spiele, dann kannst du B4 machen. Mein Springer hat keine Felder mehr. Und nach Läufer E2 müsste ich also was anderes machen und dann kannst du auf E6 schlagen, mir eine Schwäche verpassen und ich denke, du stehst da besser. Fabian sagt, bei allem Respekt, ich bin zu faul, den ganzen Stream zu schauen. Das war mir klar, Fabian, deshalb habe ich dir deine Frage gerade beantwortet. Okay, gehen wir weiter zur nächsten Partie. Jetzt gegen Sneagle. Meine 6-Partie gegen Sneagle, der ist schon länger dabei. Ich glaube, der hat schon fast den Turm. So, was haben wir jetzt noch im Angebot? Wie wär's denn mal mit ersten Springer C3? Das haben wir auch relativ selten, oder? Hat das einen Namen? Wer kennt sich aus? Wie nennt sich das hier, Springer C3? Ist das der Vogelangriff, von dem immer die Rede ist hier im Chat? Ist das vielleicht der Vogelangriff? Ich weiß es nicht. Okay, auf geht's. Sneagle, let's go. Van geht heißt das. Okay, was macht man jetzt nach Springer F6? Man bringt einfach den anderen Springer raus, ne? Und dann schaut man mal weiter. Mach du bitte Fred Defense. Was ist denn Fred Defense? Kenne ich gar nicht. Jürgen, halt dich mal bitte zurück. Du, die ganze Zeit hast du hier nur irgendwelche komischen Vorschläge. Halt dich doch bitte mal zurück, Jürgen. So, und jetzt? Wie geht das jetzt hier weiter, diese Eröffnung? Ich verstehe diese Eröffnung nicht. Hätte ich gerade was anderes spielen sollen? Jetzt muss ich ja irgendwie was ganz Langweiliges hier spielen. Okay, D4. Napoleon-Eröffnung. Kenne ich nicht. Ah, es gibt so viele Eröffnungen, so viele Varianten, so vieles zu lernen. Okay. Und jetzt sind wir hier wirklich in der langweiligsten aller Varianten gelandet, oder? Habe ich das Gefühl. Fred ist F3, König F2. Aha, verstehe. Stimmt, das ist die Kasenbomb-Cloud, die ich meinte. Die spielen wir bestimmt auch noch bei Gelegenheit. Wenn es soweit ist. Es muss immer der richtige Moment abgepasst werden. Ja, C5, ein vernünftiger Zug. Spiele ich mal mit E4, warum nicht? Hier ein bisschen Druck auf das Zentrum ausüben. Sieht doch nicht ganz verkehrt aus. D4 kann ich E5 spielen, D schlägt C3, Dame schlägt D8, König D8, E5, E schlägt F6, C schlägt B2. F schlägt G7 Schach und ich hole mir eine neue Dame und decke den Turm auf A1. Wer hat das mitbekommen hier? Wer hat die Variante mitberechnet hier? Immer mitmachen hier. Aktiv mitdenken. Aktiv mitdenken, Freunde. Dann nehmt ihr hier am meisten mit aus dem Chat. Dame B6 ist leider ein ziemlich fieser Zug, oder? Hier. Aber ich kann mal von B5 Schach spielen.
Welche Öffnung sollte man als Anfänger lernen? Londoner System, sage ich immer, ist mit den weißen Steinen eine gute Sache. Ich habe gerade 21 Herausforderungen, ABC-FIGM. Okay, tauschen und dann kurz Rochade, oder? Aber der Bau auf If hängt ja auch noch. Oh, Dame B6 war echt stark. Dame B6 war echt ein starker Zug. Hier hängt ja der ganze Laden hängt hier durch. Hilfe! Hilfe! Ja, den Bauern, den kann man mal schlagen, ne? Wenn man Lust hat. Darf man den schlagen? Dame C7 verstehe ich überhaupt gar nicht. Also entweder man schlägt auf B2 oder man schlägt auf E4, aber Dame C7, jetzt schlage ich doch auf D5. Das ist doch einfach ein Geschenk hier. Ich glaube, da hat es nie Gespenster gesehen. Ich glaube, da hat Sneagle hier Gespenster gesehen. Dame C7 war ein Zug, der so nicht nötig war. Kannst du ein Spiel blind spielen? Das wäre mal eine Idee für einen zukünftigen Stream, aber heute machen wir das, denke ich, nicht. Muss ich auch erstmal mal vorbereiten. Insofern ist das was anderes. Cedo, da warst du am Dienstag nicht dabei. Bei einer meiner Partie. Nee, gestern war das, oder? Nee, Dienstag. Bei meiner Partie gegen Lil Kiddo. Da kommt bald noch ein Highlight-Video. Da wirst du sehen, was ein richtiger Pfeilsalat ist. Das war nichts dagegen. So. Hier schlage ich. Jetzt kann ich sogar noch Tommy 1 einstreuen, um den König in der Mitte zu halten, was tendenziell eine gute Idee ist, weil dann der König nicht in Sicherheit ist und auch der Turm nicht ins Spiel kommen kann. So, kriegen wir die richtige Farbe noch hin? Da haben wir es. Der Turm wird in Rot markiert. Nochmal. Ha, schön. Es gibt eine Blindspielfunktion auf Lichess, Gaius der Große. Dessen bin ich mir bewusst. Aber damit die Zuschauer nicht blind spielen und nicht blind zuschauen, muss ich da noch ein weiteres Brett einfügen und so weiter und so fort. Ist immer ein bisschen eine trickreiche Geschichte. Muss dann selber irgendwie ein Inkognito-Brett aufhaben oder irgendwie so ein Spaß. Ist jetzt nicht so ganz trivial, das aufzusetzen. STX, läuft alles wunderbar. Wie läuft es bei dir? So, greift mal Dame an. Die Dame, die wird ziehen. Wohin wird die Dame ziehen? Vielleicht nach F5. Schön aktiv. Springer E5 als nächstes. Turm in die Mitte. Sieht hier sehr gefährlich aus für unseren Freund Sneagle. Hallo Jörg, was geht ab? Felix fragt, schneidest du deine Videos selbst? Nein, tue ich nicht. Ich habe glücklicherweise Leute, die das deutlich besser können als ich und die mir damit helfen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich diese Unterstützung habe. Denn alles alleine zu machen, ist ein enormer Aufwand. Und ja, könnte ich eigentlich gar nicht leisten. Und so kann ich mich auf die Sachen konzentrieren, die ich meiner Meinung nach am besten kann, nämlich Livestreams machen, Videos aufnehmen und so weiter und so fort. Insofern, ich habe mehrere Leute, die die Videos schneiden und die das sehr, sehr gut machen. Finde ich, finde ich. So, hier gehen wir jetzt mal weiter auf Angriff. Springer G5. Wie kann man bei Lichess beim Markieren die Farbe ändern? Du drückst entweder Alt, Shift oder. Nee, du drückst entweder Alt oder Steuerung, ne? Ja, genau. Rot, Grün, Blau haben wir zur Auswahl. Oh, Gelb haben wir auch, wenn du Alt und Shift drückst. Oh, wie schön. So viele Farben. Traum. Okay, Sneagle, danke dir für die Partie. Wie gesagt, der ganz kritische, du hast alles richtig gemacht. Bis hierhin. Dame B6, Monsterzug. Richtig stark. Alles wunderbar. Und jetzt Dame C7. Das wirst du nur selber wissen, warum du diesen Zug gespielt hast, wenn du auf E4 schlägst. Springer D2, E3, du stehst wunderbar hier. Richtig gute Stellung. Gibt es Doping im Schach? Fragt Hans H. Elektronisches Doping gibt es, ja. Okay, weiter zur nächsten Partie. Wir haben immer noch 22 Herausforderungen. Jetzt geht es gegen Freddy. Gegen Freddy SSJ2 hier. Erste Partie jetzt gegen unseren Freund. Und eröffnet mit C4.
Da bleibt mir natürlich nur Holländisch als Antwort. F5. Springer raus. Ich könnte eigentlich auch mal E5 spielen. Ja, warum nicht? Komm, spielen wir E5. Sieht vernünftig aus. Den Läufer 4 quittieren wir. Wunderbar. Und dann machen wir einen ganz stumpfen Königsangriff, wenn es geht. Wenn es geht. Hallöchen, Mike de Monk, der Sieger der Mitgliederarena ist dabei. Hast du auch eine Herausforderung gestellt? Wir haben ja gestern nicht die Gelegenheit gehabt, gegeneinander zu spielen. Das wäre doch auch eine schöne Sache. Aber mal schauen. Heyho fragt, wie man die Brettfarbe ändern kann. In den Einstellungen, mein Lieber. In den Einstellungen kannst du es machen. So, hier ist das Standardding, jetzt F4 zu spielen und den Läufer zu öffnen und hier den König anzugreifen. Irgendwie von Weiß. Wie genau, weiß ich noch nicht, aber das wird sich dann herausstellen. Wie pusht man seine Bauern im Midgame richtig oder gut? Ja, Bauernspiel ist ein trickreiches Thema, weil Bauern können ja nicht zurückziehen. Das heißt, wenn man einmal den Bauern falsch gezogen hat, dann kann man es nicht rückgängig machen. Das sieht man zum Beispiel hier, ist jetzt eine Felderschwäche entstanden auf D4, die ein Feld, das nicht von weißen Bauern kontrolliert werden kann und was ich für meine Figuren, vor allem den Springer, benutzen kann. Das ist ein sogenannter Stützpunkt. Jetzt ziehe ich meinen Springer noch nicht dorthin, weil er könnte einfach schlagen. Aber für die Zukunft ist das ein schönes Feld, während das Feld D5 kein schwaches Feld ist, weil ich theoretisch den Springer mit C6 angreifen könnte. Und das ist jetzt hier so ein Beispiel für Bauernzüge, wo man eigentlich gerne den C-Bauern ein Feld zurückbringen würde nach C3, um das Feld zu kontrollieren, was aber nicht geht. Also Bauernführung, Bauernspiel ist ein sehr wichtiges Thema und deshalb gibt es in meiner Online-Schule Schachschule Chessens auch zwei ganze Kurse dazu. Zu Bauernstrukturen, zu Bauernformationen, sehr ausführliche Kurse. Ich glaube, beide bestimmt 15 Stunden oder so. Also, ja, weil es ein sehr wichtiges Thema ist. Und hier kann ich jetzt ein paar Figuren abtauschen und Material gewinnen. F schlägt G3, öffnet die F-Linie und der Läufer ist zweimal angegriffen und das bedeutet, Weiß hat ein Problem, wenn er den Läufer zieht, kann ich auf F2 schlagen. Turm E3 vermutlich der einzige vernünftige Zug, aber es wird hier ihn nicht retten. Läufer A6 hätte ich, könnte auf F2 schlagen und Dame H4 Schach spielen. Also irgendeine gute Lösung sollte es da auf jeden Fall geben. Turm F1 hilft jetzt weniger. Ich kann auf F3 schlagen mit Schachgebot. König G2, Springer H4 vielleicht. Sieht gut aus. König schlägt G3, sollte man wohl machen, aber dann Turm F3, Dame D7 ist ja ein großes Problem. Turm F3 Schach und Dame D7. Pre-Moment. Oh nein, ich wollte gerade den Pre-Move wieder wegnehmen. Ich wollte ihn doch gerade wieder wegnehmen. Oh, ich habe es mir schon gedacht. Freddy. Jetzt kann er sogar. Er hätte sogar noch den Springer einsacken können auf H4. Dann hätte er wirklich einen ganzen Turm hier mehr gehabt. Ja. Das ist jetzt semi-gut gelaufen. Ja, immer vorsichtig sein mit den Pre-Moves, Freunden, ne? Mit den Pre-Moves. Und wir haben den lieben KuchenTV im Chat. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Immer wenn KuchenTV vorbeikommt, dann stelle ich erstmal einen Turm ein. Mittlerweile ist das schon Standard. Also ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja, ich glaube, ich muss den Springer mal decken, bevor er den doch noch schlägt. Und dann holen wir den Turm ran. Dann holen wir den Turm ran. So. F3, guter Zug. Guter Zug. Ich würde gerne den Läufer irgendwie
Ja, irgendwie auf die schwarzen Felder gehen hier. Läufer G5. Ja, matt. Schach. So, jetzt habe ich wieder eine gute Stellung. Wobei dieser Zug ein bisschen lästig ist. Wie mache ich es jetzt am schlausten? Na, C6, gut. Warum schlägt er nicht? Okay. Das erleichtert meine Geschichte. Okay, auch jetzt Turm C8. Und Turm C7 oder der Turm C7 wäre besser gewesen. Jetzt ist doch ziemlich deutlich gewonnen. Tak, tak. Tak. Okay, so, König ran, Schach. Ich habe meinen Turm jetzt ein bisschen eingesperrt hier, ne? Komm, holen wir den Turm mal wieder raus aus seinem Gefängnis. So. Noch einen Bauern einstecken. Okay, schieben wir mal nach vorne jetzt hier. Und weiter nach vorne. Und weiter nach vorne. Und matt. Okay. Geschafft. Freddy, danke dir für die Partie. Ja, du hast da die Figur eingestellt auf F3 und dann hättest du mal einen Springer schlagen können. Also da hättest du gut zurückkommen können tatsächlich. Aber ich würde sagen, insgesamt gute Partie. Gut gekämpft. Oh, die Herausforderungen werden auch nicht weniger, ne? Die werden auch nicht weniger. Abgefahren. Okay. Huch. So, ich muss mal kurz neu laden. Sei vorsichtig mit dem Primus, sagt Lukas auch. Ja, danke dir. Habe ich gemerkt, habe ich gemerkt. Okay, wir gehen in die nächste Partie gegen Bertel 96. So, jetzt machen wir mal die Carlsen-Bonk-Cloud. Oder wir machen die, sollen wir die ganz extreme Bonk-Cloud machen? Wir müssen mal schauen, wie die Züge hier kommen. Ich weiß nicht, ob ich mir die ganz extreme Bonk-Cloud erlauben kann. Das ist vielleicht zu viel. Okay, ja, die ganz extreme Bonk-Cloud. Kann ich mir nicht erlauben, das wäre nämlich C3 König, E3 König, D3 König, C2. Wird schwer jetzt. Ich schlage erstmal den Bauern. Es ist erstmal ein kostenloser Bauer, ne? Kann man drehen und wenden, wie man möchte. Das ist erstmal ein Bauer. Was ist denn die große Grabbe? Ist das A4 und dann. Und dann. H4 oder was? So, ich habe einen Bauern mehr. Ich sollte es vielleicht häufiger spielen, diese Variante hier. Ich sollte vielleicht häufiger diese Variante spielen. Die Bonk Cloud. E5. Das wird ja immer besser hier. Es wird ja immer besser. Ja, Frederik. Guter Ansatz, du hast den Springer nicht genommen, weil du deinen König nicht so weit rausstellen wolltest. Muss man natürlich ganz genau checken, ob das geht oder nicht. Ne? Aber im Schach ist es. Natürlich gibt es immer allgemeine Überlegungen, aber es gibt auch immer konkrete Überlegungen, konkrete Züge. Und insofern kann man einfach schauen, funktioniert es oder nicht. Und da hätte es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Felix, danke dir fürs Lob. Ich finde die Thumbnails auch genial. André XXL ist am Start. Schon zweiter Tag in Folge heute, oder? Warst du nicht gestern auch schon da oder vorgestern? André, Grüße gehen raus. Schön, dass du mal wieder einschaltest. Also, wenn du möchtest,
Gib Bescheid, dann spielen wir eine Partie, ne, jederzeit. Das weißt du natürlich. So. André, Mensch, du musst nichts nachholen, alles entspannt. André, bring mich jetzt nicht zum Erröten hier. Springer G4, schöner Feind hier von Bertel, das so zu lösen. Sehr gut gesehen. André, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Mensch, ich hoffe, die Arbeit ist nicht zu viel. Du hattest ja gesagt, dass du gerade sehr viel zu tun hast. Und du warst ja auch ja, nicht mehr so häufig da wie André, jetzt drehst du aber am Rad, Mensch. Hör auf, es geht doch nicht. Danke, 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 danke. Mensch, danke dir. So, ich habe ein bisschen Angst vor Springer B4. Ich habe ein bisschen Angst vor Springer B4. Mensch, André, was soll ich dazu sagen? Ich bin sprachlos. Danke für das Lob und für die Unterstützung. So, ich mache A3, um Springer B4 rauszunehmen. André, hör auf jetzt! Hör jetzt auf, Mensch! Hör auf! Mann, 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 Mann. Danke, 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 Mensch. So. Mensch, André, was soll ich denn da sagen? Ich kann mich nicht, ja, ich kann mich nur immer wieder bedanken bei dir. So, D4, sehr interessanter Zug. Ich mache mal Springer E4. Okay. Okay, Springer E4 und greift den Läufer an auf C5, wenn er auf E3 schlägt, dann kann ich zweimal wieder schlagen. Ade, jetzt haust du aber echt einen nach dem anderen raus, Mensch. Eieiei. Das waren jetzt gerade 150 Euro? 160 Euro oder was? Du bist doch verrückt, André Mensch, danke. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank dir. Also wie gesagt, mein Angebot steht dir jederzeit, wenn du Bock hast, eine Partie oder mal ein Training oder wie auch immer. Du hast schon so viel gespendet über die Zeit, das ist das Allermindeste, was wir mal machen können. D4? Ja, D4 kann ich machen. Aber jetzt F6 oder F5? Alles steht hier richtig. Bertel spielt hier gut. Bertel spielt gut. Also am Anfang hat er mir den Bauern quasi gegeben, aber jetzt F6. F6 sieht gut aus. F6 sieht sehr stark aus. F5 ist ein Zug zu weit, weil ich muss den natürlich nicht schlagen, sollte ich auch nicht, weil mein Springer dann hängt. Und F6 hätte mich hier, glaube ich, vor Probleme gestellt. Es könnte sein, dass Schwarz einfach richtig gut steht danach. Jetzt kann ich den Springer einfach ziehen und es gibt kein Problem. Es gibt kein Problem. So. Jetzt habe ich ein schönes Zentrum, alles bestens. Jetzt sollte ich sehr gut stehen. Fabian, jetzt geht's hier noch weiter, Mensch, Freunde. Danke euch. Danke, danke, danke. Fabian, danke dir. So. Okay, Turm nach D1. Achso, André ist darüber hinaus auch nach wie vor Mitglied, oder wie? André, wow. okay, jetzt habe ich die Lage eigentlich im Griff. Hier war auch eine Antwort. Wieso wird das Läuferpaar meistens besser bewertet, obwohl ja Läufer und Springer eigentlich gleich viel wert sind? Ja, in der Theorie, ne? In der Theorie sind Läufer und Springer gleich viel wert, aber es kommt immer auf die Stellung an. Es gibt manche Stellungen, da sind Springer deutlich stärker als Läufer. Es gibt manche Stellungen, da sind Läufer deutlich stärker als Springer. Und die Läufer haben eben das Potenzial. Die Läufer haben das Potenzial, wenn sich die Stellung öffnet,
dass sie dann das ganze Brett quasi, dass sie sehr viele Felder auf dem ganzen Brett kontrollieren können. Und deshalb, solange die Stellung relativ unklar ist, also in dem Sinne, dass die Struktur noch nicht festgelegt ist, dann sollte man die Läufer meistens auf dem Brett behalten, weil wenn es die Stellung öffnet, dann können die Läufer richtig zur Geltung kommen und das Läuferpaar kann eine richtig große Macht sein. So, jetzt geht's hier weiter wie Navi. Wie Navi, Mensch. Danke dir, du bist doch auch Mitglied. Du bist doch auch Mitglied, du unterstützt mich doch ohnehin schon. Danke dir. Mein Lieber, danke. So, ich komme ja gar nicht mehr hier zur Partie. Aber eigentlich schon. Den Turm schlagen wir jetzt mal, da spricht nichts gegen. Was ist jetzt los hier? Irgendwas sagt mir Restream. Vielleicht muss ich mal den Chat kurz neu starten. Aber eigentlich funktioniert das noch nach wie vor. So, ich starte mal kurz den Chat neu. Irgendwie war da Fehlermeldung. Bauen weiter nach vorne einfach auf Stumpf? Ja, warum nicht? Einfach auf Stumpf nach vorne. Dodo Wubi fragt, wie spendet man? Ich kann dir mal den Link reinpacken. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit über Super Chat. Das war jetzt alles über Super Chat, die ganzen Spenden. Wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube schon. Aber es gibt auch die Möglichkeit über Streamlabs. Das geht dann über PayPal. Und das ist insofern eigentlich besser. Ja, also besser für mich auf jeden Fall, weil dann wirklich der ganze Betrag bei mir ankommt. Über Super Chat nimmt sich YouTube dann Anteil davon. Glaube ich auch nicht zu wenig. Ich weiß gar nicht genau, ob das 30 oder 30%. Ich bin mir hier gar nicht sicher. Aber YouTube nimmt sich da seinen Anteil auf jeden Fall. Insofern, das vielleicht als Info generell. Wenn ihr möchtet, dass alles bei mir ankommt, dann ist dieser andere Link, der gerade vom Nightbot reingepostet wurde, über Spende ist da besser. Aber gut, wie ihr möchtet, ne? Also ist euch überlassen. So, Bertel96, danke dir für die Partie. Wie gesagt, du hattest, glaube ich, echt eine gute Gelegenheit. Du hast echt eine gute Gelegenheit und zwar hier. D4 schöner Zug und hier hast du echt alles super gespielt. Läufer D5 auch wunderbar und ich glaube jetzt F6. Ja, F6 und du stehst besser. F6 und du stehst besser. Ja. So, es geht weiter oder was? Didi Army, danke dir, danke dir. So. Ja, F6 und ich habe ein Problem hier. Alle Figuren, alles funktioniert nach F5. Jetzt stehe ich auf Gewinn. Jetzt stehe ich auf Gewinn. Ihr seht ja den Balken. Ihr seht ja den Balken. Dopa ist überrascht, dass YouTube da seinen Anteil nimmt. Ja, aber das, so läuft der Hase nun mal, ne? YouTube ist nun mal die Plattform. YouTube ist die Plattform, die uns verbindet. Wenn es YouTube nicht gäbe, könnte ich meine Streams nicht machen. Insofern, oder würde, also so läuft der Hase, so, das siehst du überall. Die Mittelmänner nehmen immer ihre Anteile. Egal, wo du schaust. So ist das. Und insofern, ja. Kann man das mögen oder nicht, aber so läuft das. Und ist ja auch nicht ganz. Okay, ich bin jetzt verwirrt. Wie Navi, danke dir, danke dir. Macht ja auch irgendwo Sinn, ne? So, wir haben jetzt hier nochmal zwei Spenden, glaube ich, reinbekommen. Das war jetzt über Streamlabs tatsächlich. Das war jetzt nicht über Super Chat. Danke euch. Einmal Brave Eagle. Einfach weil du ein geiler Typ bist. Vielen Dank für das Lob und die Unterstützung. Und Venavi sagt hier die 3 Euro, die YouTube genommen hat. Geht ja gar nicht. Du bist gut. Venavi, danke dir. Danke dir. Okay. Ja, lass uns mal weitermachen, oder? Lass uns mal zur nächsten Partie gehen. Das Jugendturnier war schon. Ja, wir sollten mal den Titel anpassen. Wir sollten mal den Titel anpassen. Lass uns mal einen Moment nutzen, um den Titel anzupassen, dass hier keine Verwirrung aufkommt. Dass hier keine Verwirrung aufkommt. Wie mache ich das jetzt am besten? Ah, hier. So.
So, was geht jetzt schon wieder ab? Sahne! Sahne sagt, dann können wir doch Niklas und den Rippen bitte zwar noch mal ein wenig. Okay, danke dir. Danke dir, Sahne. Danke für die Unterstützung. Ich komme hier gar nicht mehr hinterher. Jetzt schon wieder. Zürich 123. Zürich 123, danke dir. Ich komme hier zu gar nichts mehr. Ich spende dir jetzt ununterbrochen, Mensch. Danke. So, okay, wir wollten aber die Titel ändern, ne? Ach so, ich muss noch das DE davor packen. Ja. Dass hier auch niemand verwirrt wird, das Jugendturnier, das war schon. So, jetzt sollte der Titel auf Twitch sollte richtig sein. Auf YouTube ist er, glaube ich, noch nicht richtig. Das passen wir jetzt noch kurz an. Ja, ich mache das kurz. Ich mache das kurz, Sex. Mach dir da keinen Stress. Wir gönnen uns eine kleine Pause hier. So. Okay. Oh, ist schon wieder was reingekommen, oder? Ich werde ja verrückt. Was ist jetzt passiert? Mensch, jetzt hört mal auf. B-Chan sagt 10 Euro. Danke dir. Danke für die großartigen Streams und Videos. Deine sympathische Art ist echt einmalig. Danke dir. Danke, danke, danke. Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das freut mich sehr. Und Cedor spendet auch 5 Euro, danke dir, und sagt, Wunschliste Among Us spielen, Niklas Atomic beibringen und den Mythos des Elefantengambits bezwingen. Also bei den ersten beiden bin ich dabei, aber den Mythos des Elefantengambits, nein, der soll niemals bezwungen werden. Für alle, die es nicht wissen, das Elefantengambit hat eine Ausbeute. Moment, stimmt das? Stimmt das? Hat das Elefantengambit eine Ausbeute von 100%? Ich weiß auf jeden Fall, dass das Elefantengambit noch nie verloren hat. Aber ich frage mich gerade, ob es eine Ausbeute von 100% hat. Können wir das herausfinden? Ich glaube schon. Wir müssen das mal kurz jetzt checken. Wir müssen das mal kurz checken. So. Ich glaube, das können wir checken. Wir gehen auf Partien und wir gehen auf erweiterte Suche. Und jetzt können wir nämlich hier. Jetzt geht's hier immer noch weiter. Peter, Mensch, danke dir. Peter sagt, ich schließe mich mal der allgemeinen Freude an, spende 15 Euro. Vielen, vielen Dank. Peter ist auch in meiner Schachschule Chessens dabei. Und ja, Peter, wenn du irgendwelche Fragen hast oder irgendwas brauchst, sag Bescheid, ne? Weißt Bescheid. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Du hast ja geschrieben, du bist jetzt gerade voll im Schachfieber. Finde ich richtig cool. Und ich meine, es ist jetzt auch die beste Zeit. Was soll man sonst machen, ne? Draußen ist ja hier nichts los. Insofern. Ach, gegen Magic Nick habe ich mal Remis gespielt. Nee. Nee, nee, nee. Gegen Magic Nick habe ich gewonnen. Moment. Moment. Aber wo kann ich denn hier. Wir müssten nach Eröffnung sortieren, ne? Wir müssten nach Eröffnung sortieren. Aber geht nicht, oder? Aber Moment, Moment, Moment. Gib mir eine Sekunde. Ich glaube, ich habe das richtige Tool dafür. Ja, das zeige ich euch jetzt mal. Wer es nicht kennt, ist auch ein cooles Tool. Opening Tree heißt das. Und damit kann man recht viel anfangen. Man kann nämlich zum Beispiel bei Leeches hingehen. Ihr seht das jetzt vielleicht nicht so gut, aber ich kann hier meinen Namen eingeben. Und Continue sagen. Und jetzt alle Partien mit Schwarz. Und jetzt Continue. Und jetzt, was kann ich jetzt machen? Analyze Game, Export as PGN, Save Tree File? Nee. Ich will eigentlich nur die Partien irgendwo als Analyze Games vielleicht. Machen wir mal Analyze Games. Machen wir mal Analyze Games. Okay, es dauert jetzt einen Moment, weil ich habe natürlich ein paar Partien gespielt mit Schwarz, aber es sollte relativ schnell gehen. Was hältst du vom Stafford Gambit? Fragt Arthur. Im Blitzschach kann man das ganz gut spielen, aber es ist nicht ganz seriös. Wenn Weiß weiß, was er macht, dann hat er einen Bauern mehr und steht gut. Dann hat er einen Bauern mehr und steht gut. So, es wurden alle Partien geladen und jetzt E4, F5, 22 Partien und 22 Siege. Tatsache, das Elefantengambit. Aber hier steht irgendwas von Duras Gambit. Da muss ich mal mit Opening Tree sprechen. Die haben das hier falsch, glaube ich.
Ja, Tatsache. Das Elefantengambit hat einen Score von 100% mit 22 Partien. Ist damit meine erfolgreichste Eröffnung von allen. Ja, ist mit Abstand meine erfolgreichste Eröffnung von allen, logischerweise. So. Hier kommt noch was rein von Dodo Wubi. Dodo Fubi, danke dir für die 10 Euro, danke dir. Grüße gehen raus, mein Lieber. Und Steffen Schill, vielen Dank für die 5 Euro durch den Superchat. Mensch, ihr seid ja heute, was ist denn heute los? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay. Okay. So, nachdem wir das geklärt haben, 22 Siege fürs Elefantengambit, kann es jetzt weitergehen. Wobei, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gab eine legendäre Partie. Mal sehen, ob ich die jetzt finde hier. Es gab eine legendäre Partie. Nee, Moment. Wie ging die denn? Oder irgendeine legendäre Partie habe ich gespielt. Nee, das war es nicht. Nee, das ist natürlich die beste Variante, wenn Weiß Dame H5 spielt. Wie war denn das? E5, König F7, Springer F3. Ach ja, genau, warte, warte, hier. Jetzt, hier, legendäre Partie gegen Magic Nick 00. Da war ich so fromm. Ihr seht ja das Brett ungefähr, ne? Da war ich so, da habe ich auf F5 geschlagen. Ich stehe einfach nach 4 Zügen. Nach 4 Zügen stehe ich auf Verlust. Nach 4 Zügen stehe ich auf Verlust. Und hier, jetzt muss ich mit meinem König raus. Wenn ich nach G7 gehe, kommt Dame H5. Ihr seht ja, das Brett ist zwar links abgeschnitten, aber macht ja nichts. Ne? König raus. Und ja, jetzt stehe ich komplett auf Verlust. Ne? Dame H5, C6, er kommt mit der Dame hier rein. Er massakriert mich. Ne? Er massakriert mich komplett. Und Springer schlägt C6, jetzt eine richtig schöne Kombination von Magic Nick. Zu der Zeit hat er eine Wertungszahl von 983. Also hat hier unglaublich gespielt. Wenn ich jetzt schlage, wird hier matt gesetzt, in zwei Zügen richtig schön gesehen. D6, Springer schlägt D8. So, jetzt habe ich aber eine Dame weniger. Ne? Wenn ich schlage, wird hier auf F8 geschlagen, mein Turm ist weg, ich bringe meine Figuren raus. Ich sage, komm, wir spielen einfach mal weiter. Und Magic Nick kennt keine Gnade, lockt mich hier nach draußen. E schlägt F6, jetzt Läufer B5, dachte ich, was ist denn das jetzt für ein Zug? Ganz komisch, dachte ich mir. Aber Magic Nick hat auch da eine Idee. Ich schlag den und er spielt A4, König C6. Und jetzt macht er auch noch D5. Er hat mich jetzt hier im Mattnetz. Er hat mich hier im Mattnetz. Springer schlägt F8 und ich versuche einfach irgendwie schnell die Züge zu machen. Springer schlägt D7. Und ja, hier habe ich ein bisschen zu schnell gespielt. Ich sollte wahrscheinlich König C7 oder B6 oder so machen. Läuft schlägt D7, Dame C4 Schach, König B6 und jetzt matt in einem Zug. So nah waren wir dran, dass das Elefantengambit hier die Niederlage bekommt, das erste Mal. Gegen Magic Nick. A5 ist matt in einem Zug. Aber hier, ich glaube, Magic Nick hatte nicht mehr viel Zeit. Er hatte viel Zeit aufgewandt, um diese Fortsetzung zu finden. Und hat jetzt Dame B5 Schach gespielt. Und dann ging die Dame verloren. Und ich glaube, jetzt hat er sogar auf Zeit verloren. Ja. Also, ja, der Mythos des Elefantengambits lebt. Okay, wir haben uns ein bisschen hier verplappert. Kommen wir wieder zurück und spielen wir die nächste Partie, würde ich sagen, oder? Wo ich hole mir nochmal was zu trinken. Ich hole mir nochmal kurz was zu trinken. Emsion schickt einen Raid von drei? Sehe ich das richtig? Drei Leute? Ich konnte es nicht ganz lesen. Doch, ein Raid von drei. Danke dir, Emsion. So. Ich hole mir was zu trinken und dann geht's weiter. So, Peter sagt, feine Atmosphäre gerade, sehr angenehm hier. Finde ich auch. Schön, dass ihr alle dabei seid hier bei unserem Donnerstagabend-Stream. Und
Ich sehe, Magic Nick hat auch eine Herausforderung gestellt. Magic Nick hat Fortschritte gemacht, ne? Magic, hier, da, die Partie haben wir gerade gesehen, da hattest du 983 und jetzt hast du 1882, das ist ja eine Steigerung von fast 200%, mein Lieber. Was geht denn ab bei dir? Damals 983? So lange ist das ja nicht her. Und jetzt mehr Blitz und Schnellschach als Kugelbuch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oder? Ich schaue jetzt mir gerade mal deinen Grafen an. Also es ging los. Okay, es ging los. Ne, Moment, wo haben wir jetzt Blitz? Wo haben wir denn jetzt Blitz? Ah, hier, Blitz. Blitz. Okay, du bist quasi gestartet bei 983. Ja, da haben wir gegeneinander gespielt und dann, das ist einfach ein geradliniger Weg nach oben. Erstmal längere Zeit auf 1100 und dann immer stetig nach oben. 1200, 1300, die Kurve, die zeigt stetig nach oben her. Stetig nach oben. Und jetzt auf deinem All-Time-High Magic Nick, ne? Ja, Mensch. Ja, Mensch. So, dann nehme ich ja die nächste Partie an. Vielleicht geht es ja gegen Magic Nick. Aber wir machen einfach Accept. Random Challenges geht gegen Blubberlutsch. Mal wieder gegen Blubber. Als hätten wir noch nicht genügend Partien gegeneinander gespielt. 28 mittlerweile. Na gut, komm. Da kann es auch noch eine mehr werden. Warum nicht? Okay. Oh, ich kann jetzt hier mal mein Öffnungsrepertoire anwenden. An diesem System arbeite ich ja gerade. An meinem Kurs, an meinem Nidhoff-Kurs für meine neue Seite. Und diese Variante habe ich da natürlich schon drin, das ist klar. Hier, Läufer G5, eine der gefährlichsten Abspiele gegen gegen Nidhoff. Hier, ich stelle meinen König nach D7, das stört mich nicht so sehr. Der König fühlt sich relativ sicher. Und er hat auch noch seinen König in der Mitte. Heute Road to 2600? Nee, Nerico, nee, nee, das wird nix. Das wird nix. Selbst wenn ich gegen Blubber gewinne, bin ich davon noch weit entfernt. Den Bauern könnte ich schlagen, aber möchte man vielleicht nicht unbedingt. Dame C4 ist auch so ein bisschen eine lästige Idee. Okay, soll ich erstmal Turm C8 machen? Aber vielleicht ist jetzt mein König doch ein bisschen ungünstig platziert, ne? Also vielleicht sollte ich hier irgendwas probieren, um Spiel zu bekommen. Ja, natürlich ist mein König ungünstig platziert, das ist ja keine Frage. Okay, Läufer E7 nach Dame C4 habe ich Dame A5 und Dame E5 Schach immerhin. Das kann ich mir hier erlauben, aber ja. Auch hier geht jetzt vielleicht lang, dann Läufer F6. Okay. Ja, ich glaube, ganz optimal ist das nicht gelaufen. Ganz genau ist das nicht gelaufen. Kamran, vielen Dank für deine Unterstützung. E5. Okay. So, hier ist dein Alert. Also schlagen darf ich jetzt nicht, oder was? Warum eigentlich nicht? Warum darf ich nicht schlagen? Ach komm, zeig's mir, Blubber, zeig mir, wo der Hammer hängt. Zeig mir, wo der Hammer hängt hier, Blubber. Show me the money. Show me the money.
Die Frage ist, ob ich nach Springer 5 Läufer D6 spiele oder König C7. Das ist die Frage, die sich stellt. König C7 ist natürlich cooler, aber ist die Frage, ob es besser ist. Ich glaube, Läufer D6 ist besser tatsächlich. Kann das sein? Naja, gut, dann könnte er schlagen. Dame schlägt D6, Dame E4. Machen wir König C7 einfach für Coolness. Jetzt möchtest du zurücknehmen, wo du gepremoved hast. Blubber, da darf man nicht premoven. Na gut. Wir wollen mal nicht so sein. Muss ihn erstmal ein bisschen zappeln lassen. Er dachte, er hat nur mit Läufer D6 gerechnet. Er dachte wahrscheinlich, König C7 geht gar nicht. Aber ich kann nach Springer Stück E7 Dame B4 machen. König C7 verliert nicht den. Ja, verliert den Läufer, aber er wird auch den Springer verlieren. Von daher ist es ein fairer Tausch, würde ich sagen. So, Dame B4. Dame C3 hilft nicht, weil der Springer gefangen ist auf E7. Deshalb C3. Jetzt lang noch Rochade. Gut, aber jetzt habe ich einen Bauern mehr. Das ist die Frage, ob ich so viel damit anfangen kann. Dame E3, schöner Zug. Aber Turm D5. Turm D5 sieht gut aus. Wahrscheinlich kann C4 machen, dann Turm C5. Ist ein bisschen riskant, weil mein Turm auf Abwege kommt. Aber auf der anderen Seite. Okay, König B8 erstmal. Was? Jetzt schlage ich. König E8. Ja, jetzt stehe ich auf, also jetzt stehe ich sehr gut auf jeden Fall. Ich habe einen Bauern mehr plus er hat einen sehr offenen König. Turm D6, sehr gut. Also früher oder später werde ich hier einmarschieren mit meiner Dame. Dame B2. Turm C3. Dame C4, also er kann diese Invasion nicht aufhalten, früher oder später. Ist es das? Okay, nochmal, habe mich nochmal gerettet hier. Da sage ich schon, dass die Variante bereite ich vor für meinen Nidhoff-Kurs und dann komme ich hier in solche Schwierigkeiten. Ja, danke dir, Blubber, für die Partie und natürlich auch weiterhin für deine Unterstützung. Ne? Also Blubber ist auch Mitglied, sonst hätten wir jetzt hier nicht gegeneinander gespielt. Okay, gehen wir weiter. Wir haben immer noch 18 Herausforderungen. 18 Herausforderungen. Ich befürchte, ich werde nicht zu euch allen kommen können. Es sind einfach zu viele Partien. Was können wir noch machen? Wir können mal den Vogelangriff spielen, ne? Für Jürgen. Für Jürgen der Vogelangriff. Hier. Die Bird-Verteidigung. So, ist der YouTube-Chat gestorben oder hier kommt irgendwie nichts mehr? Moment. Mal schauen. Lebt YouTube noch? Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Läufer F3, oh Gott. Ja, naja. So. Ja, ich glaube, der YouTube-Chat ist nicht mehr zu sehen gerade, ne? Ach doch, jetzt wieder. Jetzt ist er wieder zu sehen, der YouTube-Chat. Vielleicht. Er lebt noch, er lebt noch. Okay, wunderbar. Okay, Shogun. Shogun 77. Ja, es waren zwei Tempel, ich weiß, ich weiß. Aber was will man machen, ne? Was will man machen? Jörker ist da, alles klar, dann passt ja. Dann passt ja alles, wenn Jörker da ist. Es hat einfach keiner kurz geschrieben. Ja, ich war ganz verwundert, Georg. Wie kann das sein, dass niemand schreibt? Nein, alles easy. Muss ja nicht immer jemand was schreiben. Wir hatten das ja auch schon, dass der YouTube-Chat abgestürzt ist. Aber das war eigentlich länger nicht. Das war eigentlich länger nicht. Von daher. Also nicht auf YouTube, sondern in meinem Tool hier, was ich benutze von Restream. Insofern wollte ich das mal kurz abchecken. Der beste Spieler, den ich je geschlagen habe, ist Francisco Vallejo Pons. Paco Vallejo. Das war auch mittlerweile über 10 Jahre. Vor über 10 Jahren war das. 2010 in der Bundesliga. Und ja, da konnte ich bisher noch keinen draufsetzen. Er hat 2,697, einen 2,7er Spieler habe ich leider auch nicht geschlagen, obwohl ich
sehr häufig nah dran war. Gewinnstellung gegen Neidic, als er 2-7 hatte, gegen Lee Kwang Liam, als er 2-7 hatte, gegen Seong, als er 2-7 hatte, gegen. Ich hatte auch nochmal Gewinnstellung gegen Walechi Pongs nochmal, aber ich weiß nicht, ob er da 2-7 hatte. Ich glaube auch. Aber leider nie verwertet. Leider nie verwertet die Gewinnchancen. Der Schrottexperte fragt: Hast du auch T-Shirts, die nicht weiß sind? Natürlich nicht. Alle meine T-Shirts sind weiß. Das macht die Sache einfach, oder? So. Läufer 6 wäre jetzt ein guter Zug. Zuerst schlagen, jetzt Läufer 6 erlaubt C4. Deshalb ist es nicht so kraftvoll. Ach, C4 machen wir mal so oder so. Warum nicht? Emir fragt, wie ging die Blitzpartie zwischen dir und Hikaru aus? Welche Blitzpartie meinst du, Emir? Also wir hatten jetzt in der letzten Vergangenheit keine Blitzpartie gegeneinander. Ich weiß nicht, wie du jetzt darauf kommst. Wir haben einmal vor vielen Jahren im Title Tuesday gegeneinander gespielt, da hat Hikaru gewonnen. Das war 2015 oder so. Gibt es eine Fortsetzung der Play Magnus-Serie? Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Wird es auf jeden Fall eine Fortsetzung irgendwann geben? Ich bin bei Alter 16 jetzt in der Play Magnus-Serie, oder? Kann das sein? Kann das sein? Ich glaube schon. Ja, so langsam können wir dann mal wieder was machen. Das stimmt. Stehen auch noch ein paar Level in der Beth Harmon-Serie aus. H4 finde ich jetzt sehr schön, den Läufer hier zu aktivieren. Gefällt mir gut. Okay. Läufer H3. Gut, er kann natürlich auch Läufer C8 machen. Das ist so ein bisschen. Ja. Der Nachteil bei der Geschichte. Aber er macht es nicht. Warum denn jetzt Läufer A6? Hier wächst eigentlich kein Unkraut? Keine Ahnung, macht das Sinn? Also hier wächst nichts. Sagen wir es so, da wächst nur Unkraut mit Läufer A6. Okay, Magde Morgen, danke fürs Feedback. Ja, diese Partien sind natürlich immer ein bisschen, ja. Lang dann in der Play Magnus ab, aber es stimmt und viele Leute fanden das auch gut. Also es haben viele Leute mal zugeschaut. Ich glaube, wir hatten mal 2000 Zuschauer oder so bei diesen Streams. Insofern, das stimmt schon. Wir könnten das bald mal wieder machen. So, was ist jetzt hier? Kann ich irgendwas schlagen? Ja, den Läufer, aber den will ich eigentlich nicht schlagen. Läufer ist ja auch ein sehr guter Zug von Shogun, glaube ich. Vielleicht kann ich Springer F7. Läufer F7, Dame Stück G5. Sehr guter Zug von Shogun, leider. Ja gut, ich muss schlagen, aber jetzt kann er auf E5 schlagen oder auf C8 schlagen. Der gewinnt den Bauern auf E4 auf jeden Fall zurück. Warum ist deine Mikroquali so komisch? Weiß ich nicht. Dope. Eigentlich alles wie immer. Hängt der Stream jetzt? Bei mir nicht. Dame steht D5. Ich glaube, ich hätte lieber den Läufer entfernt, weil der Läufer ist relativ stark. Relativ stark auf diesem Feld, vor allem auf E6. So. Safe wieder das falsche Mikro ausgewählt. Nee, Max, habe ich schon gecheckt. Und das ist übrigens die ganze Zeit dasselbe Mikro, den ganzen Stream jetzt schon. Insofern ist es das richtige Mikro. Okay, den Bauern auf E4 sollte man mal schlagen. Hast du nicht mal MBL geschlagen? Nee, schön wär's. Donkey Boy, du findest ganz viele Streams dazu. Also wie ich während der Partie denke, erzähle ich ja hier die ganze Zeit. Der einzige Unterschied ist, dass ich bei diesen Streams
natürlich mir noch viel mehr Zeit nehme, weil es gibt keine Zeitbeschränkung. Das heißt, ich kann wirklich ja ungefähr so spielen, wie ich auch in einer Turnierpartie ungefähr spielen würde. Na, ungefähr. Phänomenologe, die Frage habe ich gerade schon beantwortet. Vallejo-Ponks. So, ich habe auf E7 gespielt, um hier jetzt Turm F7 machen zu können. Turm F7 hat den Nachteil, dass der Springer D6 spielen kann, was bedeutet, dass ich schlagen muss und dann würde ich mein Läuferpaar abgeben. Das möchte ich nicht. Zumindest nicht unter diesen Umständen. Von daher, ich ziehe meinen Läufer zurück, decke den Bauern auf B2. Springer D2. Doppelangriff. Ja, vielleicht machen wir mal ganz entspannt Turm F4. Turm F7, Springer steht C4, Turm steht C7, Springer steht A3, B steht A3, war mir wieder nicht so eindeutig. Ungleichfarbige Läufer. Nicht so gut. Aber jetzt komme ich mit Schach nach F7. Und das ist natürlich eine andere Geschichte und kann den Bauern hier auch decken und jetzt ist es komplett gewonnen. Ich muss nicht auf das Mikro hauen, Ludum. Es ist das richtige Mikro. Danke, Jesse Pinkman. Finde ich auch sympathisch. So, Shogun, danke dir für die Partie. Ja, hier würde ich dir empfehlen, nach Läufer C8 einfach wieder schlagen mit dem Turm. Wenn ich den Springer ziehe, dann gewinnst du den Bauern auf E4. Obwohl, ja gut, ich könnte vielleicht Läufer Schlägt E6 mir erlauben. Vielleicht war Dame Schlägt E5 besser, was du gemacht hast. Vielleicht hier mit dem Springer auf E4 schlagen, weil dein König ist schwach, ist offen und dann kannst du die Damen noch auf dem Brett halten. So. Ist das richtige Mikro in Verwendung? Ja, Freunde. Hat sich jetzt irgendwas in der letzten Zeit mit dem Mikro verändert? In den letzten 2,5 Stunden, die ich jetzt 2 Stunden 45, die ich streame? Wo soll ich denn jetzt hier draufhauen? Auf das Mikro direkt? Hört man das? Hallo, hallo. Ja, ich glaube, es schlägt aus. Okay. So. Als wären keine Tiefen drin. Ja, Max, wir können gerne mal sprechen und du kannst dir hier das Setup anschauen. Schreib mir über Discord oder LeeChess und dann können wir mal schauen, ob wir hier eine Verbesserung finden. So. Vielleicht ist ein bisschen zu viel Spannung hier auf dem Kabel, das könnte sein, keine Ahnung. Anyway, nächste Partie würde ich sagen, nächste Partie. Ein paar Partien können wir noch machen. The Big Man Genie, unsere erste Partie, The Big Man Genie, jetzt ist es soweit. Okay. Jetzt vielleicht nochmal der Versuch mit dem Hardcore Bon Cloud, wie ich es nenne. Ah, es ist zu hart, oder? König D3 ist schon fast matt. Nee, wir können es nicht. Wir können nicht den Hardcore Bon Cloud beenden hier. Wir müssen abbrechen. Operation abgebrochen. Operation abgebrochen. Zurück in deine sichere Stube. Magnum fragt, wäre es nicht eine Idee, auch denen das Passwort für den Mitgliederbereich zu geben, die 60 Euro über Streamlabs schicken? So kommt wenigstens die ganze Kohle bei dir an. Die 60 Euro, ich weiß nicht genau, wie du jetzt auf diese Zahl kommst. Du meinst einen Monat, einen Jahresbeitrag oder was? Ja, klar. Klar. So.
Da bin ich noch ganz gut rausgekommen bisher, oder? Also Schlagen auf E4 war jetzt nicht nötig. Jetzt habe ich die G-Linie für mich. Den Springer kann ich nach F4 bringen. Ist erstmal. Es könnte schlechter aussehen, würde ich sagen. Sagen wir es so. Sagen wir es so. G6 ist unglücklich. Läufer G6 wäre besser, jetzt kann ich schlagen. Und hier die G-Linie nutzen. Die schwarze Struktur ist jetzt auch nicht mehr so schön. Ja, komm, öffnen wir mal hier. Öffnen wir mal den Laden. F4, also hier kann man auch auf E4 schlagen. Ich schlage mal hier auf F4. Ich will jetzt ja, Läufer H6. Läufer H6 hat er vielleicht Springer G4 Schach, FG4, Dame H4 Schach und Dame schlägt H6. Deshalb, ja, Turm G1. Fangen wir mit Turm G1 an. Turm G1. König H8 und vielleicht Läufer E5, Läufer G5, vielleicht Läufer G5, um auf die Festung zu gehen. Läufer E5 bringt nicht so viel nach Springer BD7. Läufer H6 bringt auch nicht so viel mit nach Turm G8. Aber Läufer G5 sieht vernünftig aus, hier auf die Festung. Turm G8, guter Zug. Ja, bringen wir mal mehr Figuren ran, Springer D2. Er könnte Springer G4 jetzt spielen, um die Sache zu entfesseln, aber ist die Frage, ob ihm das so viel bringt. Ist Agamotto ein GM? Nein. Hat eine Zahl von ungefähr 1900, wenn mich nicht alles täuscht. Dame E7, Springer schlägt E4. Leider schlägt er mit Schach. Hier sieht man den Nachteil der Bonklaut-Eröffnung. Was kann ich ansonsten machen? Was kann ich machen? Weniger M sagen auf jeden Fall. Das habe ich heute gelernt. Weniger M sagen wäre gut. Schlagen wir mit dem Bauern, aber dann kann er hier schlagen. Nee, es macht auch nichts. E5 kommt immer auch Dame schlägt D5, aber vielleicht kann man das Ganze noch vorbereiten. Dame F3 ist jetzt meine Idee. Und dann. Und dann. Dame F3. Gefesselte Figuren gilt es immer wieder anzugreifen. Und dann kann man sie irgendwann gewinnen, wie wir es jetzt hier sehen. Und jetzt fällt der Laden von Big Man Genie in sich zusammen. Big Man Genie, mein großer Tipp für dich ist, nutze deine Zeit. Wir spielen 5 Minuten plus 3. Du hast gerade mal eine Minute ein bisschen mehr verwendet. Anderthalb, sagen wir mal. Ich musste gerade über was anderes schmunzeln, hier einen Kommentar von Blendy Melinko. Hast du jemals Agamotto spielen sehen, Blendy? Oder wie kommst du darauf, dass er so heftig ist? Also Big Man Genie, nutze deine Zeit, nutze deine Zeit. Das ist der wichtigste Tipp, den ich für dich habe. Schach ist ein schwieriges Spiel. Man muss dabei Zeit investieren, um gute Züge zu finden. Und hier G6 war dein erster Fehler. Läufer G6 und alles ist in Ordnung. Hier hättest du auch die Spannung nicht lösen müssen. Aber ansonsten, der Anfang der Partie hat mir super gefallen. Du hast deine Figuren entwickelt, du hast das Zentrum besetzt, du hast den König in Sicherheit gebracht. Öffnungsregeln alle befolgt. Wunderbar. Okay, gehen wir zur nächsten Partie. Bam. Gegen GS Zong 45. Habe ich nicht heute schon gegen ihn gespielt? Oh ne. Täusche ich mich jetzt gerade, oder? Ne, vielleicht täusche ich mich. Ach, wir haben gestern gegeneinander gespielt. Wir haben gestern gegeneinander gespielt. Okay. Alles klar. Ne, ich wollte nur sicher gehen, weil. Ich spiele nicht gegen dasselbe Mitglied zweimal am selben Abend. Ist ja, denke ich, logisch, wenn hier andere Leute warten. Max sagt, ich finde es übrigens sehr nice, dass du ziemlich regelmäßig streamst. Enjoy ich mehr als die normalen Videos. Freut mich, Max. Ja, diese Woche war ein bisschen die Ausnahme. Drei Streams hintereinander mache ich sonst nicht, aber irgendwie hatte ich Bock. Und ich glaube, ab nächster Woche sind wir wieder im normalen Tonus, das heißt einmal die Woche. Ab und zu zweimal. Ne? Manchmal gibt es da noch ein extra Sub-Battle. Oder vielleicht dann das 80.000 Abonnenten-Spezial, muss ich auch mal ein Datum finden. Zong sagt, mein PC ist abgestürzt. Okay, Zong, pass auf. Fordere mich einfach gleich nochmal heraus, dann nehme ich dich an. Dann nehme ich jetzt erstmal jemand anderen an. Alles easy. Der PC ist erstmal abgestürzt, nachdem die Herausforderung angenommen wurde. So, hier spielen wir mal ein anderes System, was gar nicht so häufig erwähnt wird von euch. Es ist mehr Oldschool, nämlich hier, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Wenn jemand den Namen kennt, sagt es bitte. Aber
das ist auch so eine Eröffnung, die man machen kann, aber nicht unbedingt machen sollte. Dodo sagt, ich könnte dir ewig zuschauen. Danke, danke. Meinung zu Carlsen aktueller Form? Ja, nicht in seiner bester Form aktuell. Aber gut, das ist nun mal so, ne? Also, manchmal hat man gute Phasen, manchmal schlechte Phasen. Zum Beispiel 2017 oder auch 2018 hatte Carlsen eher eine schlechte Phase. Da war wirklich teilweise eine Partie davon entfernt, dass er seinen Nummer 1 Platz verloren hat. Und dann hat er ein unfassbar gutes Jahr 2019 und diese Serie, wo er ganz lange nicht verloren hat, also ganz, ganz lange. Über 100 Partien, was eine unglaubliche Serie ist. Und jetzt hat er eben wieder eine schlechtere Phase, ne? Also ich würde jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Und ich meine, man muss ganz ehrlich sein, ne? Er hat eine schlechte Phase, er macht trotzdem plus 2, gewinnt 3 Partien, verliert eine. Ja. Natürlich, zu seinem Standard ist es eine schlechte Form, aber er ist immer noch eindeutig der beste Spieler der Welt. Also daran ändert auch ein schlechtes Turnier überhaupt nichts. Er ist immer noch über 30 Punkte vor allen anderen in der Weltrangliste und der amtierende Weltmeister. Insofern ist es, glaube ich, würde ich jetzt da nicht so viel reininterpretieren. Axel sagt, super, dass du deinem letzten Gegner ein paar lobende Worte und Tipps auf den Weg gegeben hast. Das motiviert ihn sicher. Na klar, es geht ja hier nicht nur darum, dass wir eine Partie spielen, sondern ich möchte gerne auch was mitgeben. Und insofern sage ich eigentlich nach jeder Partie ein, was ich denke, was der kritische Moment war, wo es gekippt ist, wo man ansetzen könnte und hoffe, dass das hilfreich ist. Donkey Boy, das hast du jetzt schon zum zweiten Mal erwähnt, dass du 20 Partien hintereinander verloren hast. Es tut mir leid. Genauso, ja. Ach so, weil das jetzt gepasst hat mit der schlechten Phase, ne? Ich verstehe, okay. Dann ergibt das Sinn, dass du es nochmal schreibst. Ansonsten wusste ich jetzt nicht, ob du so auf Selbstgeißelung aus bist oder wie, dass du es hier wiederholst. Aber ich verstehe. Du hattest auch mal so eine Phase wie Carlsen quasi, willst du sagen, eine schlechte Phase. So, F4 kommt Springer G4, wohl, können wir eigentlich verkraften, oder? Weil ich habe hier das Feld F2 gedeckt und vielleicht kann ich ihm noch ein bisschen Raum gewinnen. Melde Klassenerhalt in der Quarantäneliga Fazit B für Timoschi. Wie viele Ligen gibt es denn da eigentlich mittlerweile? 1000 oder was? Okay, gehen wir mal weiter vor. Gehen wir mal weiter vor. Weil der Läufer, der muss zurückgedrängt werden jetzt hier. Oh, ich würde gerne C4 spielen. Ach komm, wir machen das. Wir geben den Bauern ab und spielen auf positionelle Kompensation. Springer schickt E4, kann ich erstmal noch C5 machen? Jetzt sagt er Uff. Legendary sagt Uff. Gegen Legendary habe ich auch noch nie gespielt. Oder? Nee, Legendary habe ich noch nie gespielt. Cool, wir haben hier viele, viele Partien gegen Gegner, gegen die ich noch nie gekommen bin. Gefällt mir gut. Zock 17 sagt, spielst du demnächst nochmal mit Tile Tuesdays mit? Ja, nächsten Dienstag. Habe ich heute meinen Mods Bescheid gesagt. Nächsten Dienstag spiele ich Tile Tuesday. Okay, so, ich habe einfach alle Bauern nach vorne geschoben, ohne Sinn und Verstand. Aber, wenn ich das richtig sehe, hat der Springer jetzt kein Feld. Oder? Ach doch, er kann ja auf E5 schlagen. Oh. Ah. Ah. Okay. Jetzt müssen wir aus der Not eine Tugend machen. Aber wie genau? Jetzt ist es doch noch das positionelle Bauernopfer geworden, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ja, na, was soll's. Robin Wolf fragt, wer ist deiner Meinung nach der beste Schachkommentator? Gute Frage. Es gibt eine Menge sehr gute Kommentatoren. Gibt eine Menge sehr gute.
Ist echt nicht leicht. Also ich persönlich finde die Kombi Suidla und Gustafsson schon ziemlich gut. Aber Polgar ist echt sehr schwer. Polgar ist auch sehr gut. Polgar und Kramnik war auch einfach so viel geballtes Wissen. Polgar und Kramnik war auch cool. Was haben die zusammen kommentiert? Was haben Polgar, haben die Norway Chess kommentiert zusammen? Ja, die haben Norway Chess kommentiert. Ja, es war schon, war auch ziemlich nice. Was mache ich? Vielleicht mal F6 hier einstreuen. Auf Verdacht. Ja gut, Slowiran, ne? Das ist einer der Perks, einer der Vorteile, dass man Mitglied ist, dass es solche Streams gibt. Gibt ja Sinn, oder? So, wir wollen jetzt. Was wollen wir? Läufer D5? Ich möchte eigentlich nicht, dass er den Läufer befreit. Von daher überlege ich Läufer D4. Ist echt nicht leicht hier. Ich mache mal Läufer D4. Auch wenn es leicht komisch aussieht. Tommy 2 macht er leider auch. Tommy 2 ist lästig. Okay, ich mache Läufer G1, damit ich dann über die D-Linie reinkommen kann. Und vielleicht kann ich mir, wenn es gut läuft, an einem guten Tag kann ich mir beide Läufer absahen. Mit Jan könntest du mal wieder was machen, finde ihn sehr sympathisch. Ja, das geht vielen so. Ja, Jan ist ja auch unter die Streamer gegangen, von daher eine Kooperation. Aber Jan hat, glaube ich, noch keine Subs oder so, sonst könnte man mal ein Sub-Battle mit Jan machen. Aber ja. Natürlich ist das immer ein bisschen tricky, weil Jan nicht auf Lead Chess spielen kann, wegen offensichtlicher Gründe. Er ist Geschäftsführer bei Chess24. Nicht Geschäftsführer, einer der Gründer von Chess24. Oder vielleicht ist er auch Geschäftsführer, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja. So, jetzt kann ich die Früchte ernten meiner Bauernvorstöße. Ich kann mir auch den Läufer hier snacken, aber ich werde mir eher versuchen, eine Dame zu snacken. Lies du mal den Chat, frage. Warum kommen immer so viele Fragen, ob ich den Chat lese? Ich verstehe das nicht. Ich beantworte doch wirklich viel aus dem Chat. Ich habe eine 60-Euro-Donation übersehen. Ja, die kam hier noch nicht als Alert rein. Jetzt entspannt euch mal. Geben wir den Leuten noch mal den Alert, der noch kommt. Ich weiß, es ist immer alles ein bisschen verzögert, aber entspannt euch, okay? Entspannt euch. Schach. 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 Matt. So, der Alert kam ohne Ton, oder was? Ich bin jetzt komplett lost. Okay, dann Magnum 28, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für 60 Euro. Was ist denn heute los? Danke, danke, danke. Und sagt, habe gerade viel Spaß mit meinen Kids, 7 und 10 Jahre. Grüße an deine beiden Kids. Spielen sie auch Schach? Kannst du gerne mal reinschreiben. Ja, cool, der Alert war schon längst. Okay, ich hab's dann verpasst. War der Alert, war der schwer oder was? Eigentlich ist doch immer laut. Okay, ich bin lost. Ich habe keinen Delay, Felix. Ich habe keinen. Der Chat, also was ich hier im Chat sehe, das hat einen Delay. Aber sonst von meiner Seite gibt es keinen Delay. So, was kam hier noch für eine Frage? Seit wann hast du deine Schachschule? Seit 2018, November 2018. So. Okay. Ja, das habe ich echt verpasst. Sorry. Danke für die Info, Freunde. Danke für die Info. Und danke natürlich nochmal an Magnum. An Magnum 28. Wow. 60 Euro. Danke dir. So. Wir brauchen Challenges in der laufenden Partie, damit es etwas spannender wird. Ja, jetzt schon wieder diese Tondiskussion. Diese Tondiskussion. Da muss ich irgendwas machen.
Ich bin es leid, diese Tondiskussion zu hören. Musst du die Einnahmen aus dem Stream eigentlich versteuern? Ja, klar. Die fallen nicht unter Freigeld. Okay. So, wir hatten gesagt, wir hatten unserem Freund Zonk eine Partie versprochen, ne? Falls er nochmal da ist. Zonk? 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 Du hast aber keine neue Herausforderung gestellt, Zonk. Oder ich sehe es nicht. Oder hat sich dein Computer nicht erholt? Ach doch, da ist es. Da ist es. Never mind, never mind, never mind. Hier. Okay. Zonk. Okay. E4. So. Der Raum ist klein und deshalb hallt es. Es macht doch keinen Sinn. Es müsste doch eigentlich viel mehr hallen, wenn es ein großer Raum wäre, oder? Naja. Tondiskussion einfach ignorieren. Ja. Ist Chess24 nicht die Seite von Magnus? Nee, nee, es ist nicht die Seite von Magnus. Aber die Play Magnus Group, wo Magnus natürlich auch involviert ist, ist ein Anteilhaber. Ein großer Anteilhaber, wenn mich nicht alles täuscht. So, hier haben wir das Morgen mit auf dem Brett. Das wurde sich ja auch mal gewünscht. Das war die Eröffnung meiner Jugend. Was heißt meine Jugend? Ich sollte sagen, meiner Kindheit. Als ich mit Schach angefangen habe, habe ich das Morgen mit sehr gerne praktiziert, weil es da so schöne Fallen gibt, wie zum Beispiel diese hier. Wenn den Schwarz den Bauern schlägt auf E5, dann kann man auf F7 schlagen und gewinnt die Dame. Das war eine meiner Lieblingsfallen. Hängenden Teppich auf. Ja, leicht gesagt. Aber ich habe hier eigentlich nicht viel Platz. Hinter mir ist der Greenscreen. Auf der anderen Wand ist ein großes Bild, ein wirklich sehr großes Bild. Und da ist die Tür. Da ist ein Schrank. Nicht viel Platz für einen persischen Wandteppich. Ich habe meine Möbel nicht verkauft. Nee. Nee, es ist eigentlich nicht irgendwas anderes als anders. Egal. Ich glaube, es ist das falsche Mikro aktiv ist. Als Nick das vorhin nah am Mikro gesprochen hat, hat sich der Ton nicht verändert. Okay, prüfen wir es nochmal. Test, Test, Test. Vielleicht echt? Ja, es verändert sich nicht so viel, oder? Ich habe es direkt vor meiner Nase und bin trotzdem, oder? Verändert sich irgendwas? Aber ich verstehe es nicht, weil bei... Ah, doch. Es ist das falsche Mikro. Oh, es ist peinlich. Es ist peinlich. Oh, es ist das falsche Mikro. Oh, warum? Ich schau rein. Ich schau rein. Und da steht Mikrofon Logitech Prio. Und, ah, oh Gott. So, ich muss Default-Mikrofon hier auswählen, oder was? Ist Default-Mikrofon? Das ist auch komisch. Hier ist es irgendwie gar nicht angegeben gerade. Okay, wir müssen mal wieder einen Zug machen hier in der Partie. Springer G5. Hat sich jetzt was geändert? Vielleicht ist mein Mikro, vielleicht ist es nicht mehr verstochen. Es ist drin auf jeden Fall, es ist ja blau, es ist ja an. Hat sich was verändert mit dem Ton gerade? JF sagt, schau mal auf die Zeit, die Nachrichten kommen 10 Minuten später an. Ich weiß nicht, was bei dir falsch ist, aber bei mir kommen die Nachrichten nicht 10 Minuten später an. Es hat sich nichts verändert, keine Veränderung. Ich kann hier das Mikro gar nicht auswählen. Ich habe das gar nicht zur Wahl. Ich habe das Mikrofon von der einen Webcam, von der einen anderen Webcam. Okay, wir stecken das mal kurz neu rein. Vielleicht hilft das. Jetzt kann ich es auswählen. Warum war denn das nicht drin? Oh. Warum war denn das nicht drin? Okay, das erklärt so einiges, ne? Lauter. Jetzt wird sich noch lauter gewünscht. Habt ihr noch? Jetzt ist es sehr leise. Okay, ich gehe mal in die Soundeinstellung. Ah. So, jetzt. Ja, gut. Gut, ja, gut, ja, gut, ja, gut.
Ungefähr 5 Minuten bevor ich den Stream beenden möchte, merke ich, dass es doch das falsche Mikro ist. Gut, wunderbar, wunderbar, schön. Ja, schön, Traum, gut. Dann fürs nächste Mal, ne? Dann fürs nächste Mal. Oh Gott, ich werde verrückt, echt. 3 Streams jetzt mehr oder weniger mit dem falschen Mikro gemacht. Ich muss das hier, wo kann ich... Ich muss irgendwo einstellen, dass es auf jeden Fall immer das Standardgerät ist. Das muss man auch irgendwo einstellen können. Geräteeigenschaften. So, Zonk, sorry, deine Partie ist ein bisschen zu kurz gekommen. Ich war leicht, leicht abgelenkt. Okay, bringe meinen Springer nach E4, Springer F6. Was schlagt ihr als Bestrafung vor, fragt 9 König. Es war schon Bestrafung genug, dass ich den ganzen Stream heute diese Diskussion hatte. Ich dachte echt, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt anders? Jetzt ist es asynchron, ja? Jetzt kommt, hört auf. Hier ist alles jetzt perfekt. Ich will nichts mehr hören von euch. Nix. Nix will ich mehr hören. Es ist jetzt alles perfekt, so wie es sein soll. Ah, Hilfe. Das schöne Rode-Mikro war die ganze Zeit nicht in Betrieb. Früher konnte man immer irgendwo noch sagen, dass etwas als Standard-Mikro ausgewählt wird. Zusätzliche Geräteeigenschaften. Ist es hier? Pegel. Nee. Erweitert. Nee. Ich habe jetzt große Angst, dass in der Zukunft irgendwie XSplit nochmal... nochmal beschließen sollte, ein anderes Mikro auszuwählen. Habe ich sehr große Angst vor. Vorher war es besser. Jetzt musst du eine Stunde länger machen, sagt Joko. Ja, ein paar machen wir noch, ein paar Partien machen wir noch. Aber wir sind jetzt schon 3 Stunden dabei, insofern. Insofern. Vinavi fragt, wie viele Runden spielst du noch? Ja, Vinavi, wir haben ja auch gestern schon 2 Partien gespielt, ne? Ein paar mache ich noch, aber ich habe immer noch 15 Herausforderungen. Ich habe immer noch 15 Herausforderungen. So, was kam jetzt hier gerade? Du musst auf Soundeinstellung dann Mikro auswählen und dann Standardgerät festlegen, sagt Magic Nick. Ja, da war ich gerade. Ich war genau da. Ich war genau da, aber diese Option gab es nicht. Mikro auswählen. Ich habe hier nicht als Standard festlegen, habe ich nicht als Option. Ich habe Eingabegerät auswählen, Geräteeigenschaften und das war's. Ja, aber ich weiß, früher gab es da diese Möglichkeit, ne? Früher gab es da diese Möglichkeit, Systemsteuerung Sound. So, spielen wir erstmal noch diese Partie weiter. Systemsteuerung Sound. Boncloud habe ich Willi the Pig. Bist du gerade, hast du gerade das eingeschaltet? Sowohl Stafford Gambit als auch Boncloud habe ich schon mehrmals in diesem Stream gespielt. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, mein lieber Freund. Strafe 1 Stream ohne gegelte Haare. Alles klar. So. Danke dir, GS Zonk 45 für die Partie. Ja, nicht A6 an der Stelle, glaube ich, in der Öffnung. Vielleicht E6? Vielleicht E6. Statt A6. Okay. Das andere Mikro ist besser, das knackt jetzt dauernd. Ist das euer Ernst? Ist nicht euer Ernst, oder? Genau, Gladiator ist Subs heute. Systemsteuerung, Sound, Mikrofon, Rechtsklick. Rechtsklick? Okay. Wir müssen jetzt erstmal mit dem ersten Schritt anfangen. Systemsteuerung. Okay. Sound. S wie Sound. Hier. Danke an. So, jetzt. Aufnahme. Mikrofon. Es ist schon das Standardgerät. Es ist doch schon das Standardgerät. Ich werde verrückt.
Es ist das Standardgerät und trotzdem hat es Expert nicht genommen. Oh well, oh well. Knackt ein wenig? Es knackt? Ist jemand in der Leitung? Es knackt zwischendurch. Warum knackst du, liebes Mikro? Warum? Was ist los bei dir? Okay. Mach mal das Bild lauter. Das Bild lauter? Meinst du den Ton lauter? Wie, verpasse ich jetzt noch Donations? Ist es gerade, läuft alles hinten runter? Nee, Donations habe ich nicht verpasst diesmal, okay. Wurde nicht erkannt, ja, irgendwie. Okay, komm, wir gehen zur nächsten Partie. Zu viel Gelaber hier, zu viel Gelaber. Jetzt gegen O-Rack Eats. Unsere erste Partie gegen O-Rack Eats. Auf geht's. Was können wir noch Feines machen? Was haben wir noch im Angebot? Ja, machen wir mal C5. Ein Rode habe ich, ein Rode. Ja, es muss der Kontakt sein mit dem Kabel. Es muss der Kontakt sein. Dopa hat ein Lachflash, na immerhin. Einer, der hier Spaß hat. Wie ist es möglich, gegen mich zu spielen, Tim Chris? Ich spiele gegen meine Subs von YouTube. Also meine Mitglieder von YouTube, sollte ich wohl genauer gesagt sagen. Wie oft hast du schon gegen einen Hacker gespielt? Meinst du mit Hacker Cheater oder was meinst du? Zu oft. Niklas, was sollte man als erstes tun, wenn man Schach lernen möchte? Schach lernen. Die Regeln lernen. Das wäre, denke ich, der beste erste Schritt. Bei mir knackt es auch häufig. Na, okay, Moment. Vielleicht ist hier irgendwo zu viel Spannung. Keine Ahnung. Ich steck's mal wieder. Was weiß ich denn? Was weiß ich denn? Ich brauche einen Techniker. Ich brauche einen Techniker. Gigi fragt, wie lange machst du heute noch? Vielleicht noch eine Viertelstunde, vielleicht ein, zwei Partien noch. Kommt drauf an, wie schnell die Partien gehen. Streamst du Tile Tuesday? Ja. Was hat es eigentlich mit diesem Nightbot auf sich? Das ist ein sehr hilfreicher Kollege, der dir alle deine Fragen beantwortet. Was kostet ein Sub zu sein? Wie gewöhnlich 4,99 € auf YouTube. GG, nicht fragen, ja. Der Stream geht immer so lange, wie der Stream geht. Wer sich informieren möchte über YouTube-Mitgliedschaft, der kann das tun. Hab gerade den Link reingepostet, sonst wer auf YouTube zuschaut, blauer Button. Ja, Willy the Pick, das Stafford Gambit wurde leider nicht angenommen. Also, ja, nicht so richtig. Es knackt, knistert und rauscht. Okay, ich kann es nochmal neu connecten, aber sonst weiß ich auch nicht, was ich tun kann. Das Mikro anderswo positionieren wegen eventueller Rückkopplung? Eieiei. Ja, ich glaube, da müssen wir vielleicht gleich aufhören. So, C4. Roland sagt, beim letzten Mitgliederstream 3 Stunden gewartet, heute schon wieder 2 und noch kein Glück gehabt. Sorry, mein Lieber, sorry. Wie gesagt, ist alles zufällig. Madame sagt, ich bin in der Türkei und da kostet die Mitgliedschaft 15 Lira, also knapp 1,60 €. Interessant, interessant. Na, ist ja ein Schnäppchen dann für dich, mein Lieber. Guten Abend, Saskia. Schalt's aber spät ein heute. Wir sind fast am Ende hier mit dem Stream.
Auf welchen Zug deiner Schachkarriere bist du besonders stolz? Schau mal mein Video an, mein schönster Schachzug. Ich glaube, so heißt das. So heißt, glaube ich, das Video. Dann weißt du Bescheid. Brainstorm Person. Findest du bei YouTube. Das Knacken liegt eher an Spannung oder am Treiber. Ja, vielleicht war es hier ein bisschen Spannung mit dem Kabel. Wie ist es denn jetzt? Wie ist denn jetzt die Lage? Ist immer noch ein Knacken da oder ist es besser? Wie meine Frage einfach ignoriert wurde, sagt Nash Inc. Ja, Nash, das kann schon mal vorkommen, ne? Aber ignoriert wurde sie, glaube ich, nicht, sondern einfach nicht gesehen. Knackt immer noch, ist immer noch knackig. So. Oh, Regiz spielt eine sehr vernünftige Partie, aber schlagen auf B4 bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil. Ja, jetzt werden auf einmal diese ganzen Bauern schwach. Gut, Springer C2 hält den Laden noch zusammen, aber früher oder später sind jetzt hier alle schwache Bauern. Genau, Nash Inc. Knightbot ist wie ein Türsteher. Falls das deine Frage war, dann ist das auch deine Antwort. Willi de Pick fragt nach der ersten Eröffnung. Londoner System sage ich dazu mal sehr gerne. Londoner System. Die Tondiskussion hört nicht auf, ne? Hört nicht auf. Hast du die neuesten Audiotreiber runtergeladen? Ja, das werde ich dann später mal überprüfen, ob ich das habe. So. Und die Alerts gehen auch nicht mehr, oder? Die Alerts sind stumm. Aber Jens, ich sehe deinen Alert. Vielen Dank dir für deine Unterstützung, mein Lieber. Vielen Dank, Jens. Auch eine interessante Zahl, 21:99 Uhr. Jens, ich habe deine E-Mail gesehen. Ich melde mich bei dir. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich melde mich auf jeden Fall bei dir. Morgen dann wahrscheinlich. Heute glaube ich nicht mehr. So spät am Abend noch E-Mails zu beantworten, ist eher nicht mein Ding. Aber Grüße gehen raus an Jens. So, Turm B8 geht hier auf den Bauern. Das war jetzt genau das Problem davon, dass Weiß auf B4 geschlagen hat, dass ich hier auf die Dann ist Bauern das gehen kann. matt. Was ist denn mit den Alerts? Heute ist irgendwie der Technik. Die Technik ist abhanden gekommen, oder? Arjen, danke dir für die Mitgliedschaft, danke dir für die Unterstützung. Sorry, dass dein Alert ausgefallen ist. Wir hätten auch wirklich alle gerne mal wieder gehört, dass hier ein Matt drin ist. Denn Matt hatten wir heute noch nicht so häufig. Aber ich weiß echt nicht, was los ist. Ich weiß es. Doch, vielleicht weiß ich es. Vielleicht kommt der Ton jetzt übers Mikro raus. Das macht er nämlich auch ganz gerne. Ja, der Ton kommt jetzt übers Mikro raus. Ah ja, das macht Windows auch sehr gerne. Wenn ich mein Mikro neu connecte, dass dann auf einmal, dass er gerne den Ton über das Mikro abspielen möchte und dann hört er es natürlich nicht. Der Alert ist zu hören. Ach so, aber für euch nicht zu hören. Für mich nicht zu hören. Okay. Für euch war er zu hören. Na, dann ist ja gut. Der Ton ist unscharf. Alles klar, weiß ich Bescheid. So, schlage ich hier mit dem Bauern. Schöner Freiber auf der zweiten Reihe. Den gönne ich mir. Okay, auf YouTube hat man es gehört, na wunderbar, nur ich habe es nicht gehört. Super. Immerhin. Dame? Dame. So. Das dürfte ich nach Hause bringen mit mehr Figur. Okay, danke dir. Oh, Rack Eats. Sorry, ich werde wahrscheinlich deinen Namen komplett falsch aussprechen. Bitte nimm es mir nicht übel. Aber danke dir für die Partie und die Unterstützung. Was kann ich dir mitgeben? Ja, ich denke, Langzeit war hier alles okay. Ich war ein bisschen abgelenkt während der Partie. Wie gesagt, das war für mich so ein kritischer Moment. Ja, du gewinnst für den Moment einen Bauern, aber du zerstörst wirklich deine Struktur und das musst du nicht sein. Vielleicht Dame C2, Dame E2,
Turm auf die offene A-Linie und wunderbar. Okay. So, zwei Partien machen wir noch, würde ich sagen. Zwei Partien machen wir noch. Jetzt gegen Felice. Gegen Felice. Die erste Partie, die allererste. Auf geht's. Das Knacken ist weg. Na sowas. Saskia fragt, was hast du bisher verpasst außer technischer Schwierigkeiten? Ja, so einiges, Saskia. So einiges. Es gab heute. Es gab. Wie soll ich sagen? Ich versuche das richtige Wort zu finden. Ich wurde überschwemmt mit Spenden. Es gab einen Spenden-Marathon? Nee, das klingt nicht richtig. Ein Spenden-Tsunami? Nee, das klingt nach zu viel. Eine Spendenwelle? Es kamen sehr viele Spenden, sagen wir es mal so. Ich kam gar nicht mehr zum Schachspielen. Angeführt von AntrixXL, falls er noch dabei ist, Legende im Chat auf jeden Fall. Ein Spendenbombardement, das gefällt mir. STX02, das gefällt mir sehr gut. Schöner Begriff. So, ein Spendenbombardement. Ja. Und das war auf jeden Fall heute eine Sache, die du verpasst hast. Ja. Und ansonsten. Genau, gib dir mal morgen nochmal den ganzen Stream. Nein, Saskia, du musst bestimmt was für deine Uni machen. Sind nicht bald Prüfungen oder so? Ich glaube, es sind bald Prüfungen. Ich habe keine Prüfung mehr selber, ich habe noch meine Masterarbeit. Aber Saskia, ich glaube, du musst für deine Prüfung lernen, bestimmt. Oder? So. W4, ich gewinne mal noch ein bisschen Raum. Der Springer, der wird vertrieben. Den Läufer stelle ich hier. Den Springer, komm, wir ziehen mal den Springer hier nach vorne, nach D6, da winkt ein schöner Stützpunkt. Ein Spenden-Overkill ist auch gut, Axel, ist auch ein guter Vorschlag, kann man sagen. So, Springer D6, Springer nach vorne, ein Spenden-Gambit. Ah, sorry Saskia, dass ich dich daran erinnert habe. Du bist wahrscheinlich hierher gekommen, um den Prüfungen zu entkommen oder was auch immer die Uni von dir möchte und jetzt erinnere ich dich daran. Sorry, mein Fehler. So, hier schlagen B5 sieht stark aus, aber er hat noch Springer B8. Ja, war ein bisschen vorschnell. War ein bisschen vorschnell. Wir machen das. Oh, was ist denn jetzt passiert? Felice, schlag den Springer einfach wieder. Da sprach nichts gegen. Wenn ich eine Figur von dir schlage, schlag einfach wieder, weil sonst hast du eine Figur einfach so verloren. Okay, jetzt kann ich nämlich auch noch den Turm hier einsacken. Den Bauern auf C6 vielleicht auch noch. Und das ist natürlich dann ein ganzer Turm, den ich mehr habe. Wer war dein bester Gegner? Warum kriege ich immer wieder dieselben Fragen? Vallejo Pons. Sorry, alle Studenten, die jetzt zuschauen, dass ich euch an eure Prüfungen erinnert habe. Es tut mir sehr leid. Lass uns wieder über Schach reden, okay? Wenn Niklas Masterarbeit ein Springer wäre, würde er ihn an den Rand stellen. Das stimmt so nicht ganz. Ich würde ihn vielleicht nicht an den Rand, vielleicht auf die G-Linie, vielleicht auf die G-Linie oder auf die B-Linie. Aber nicht ganz an den Rand. So, Pre-Move Turm D1. Oh, saftige Bauern hier. Unterstützt von saftigen Läufern. Was will man mehr in einer Schachpartie? Sir Schlembelot kommt jetzt auch noch hier mit dem Vorschlag. Bist ein bisschen spät dran, aber Spendenregen ist auch nicht schlecht. Aber Spendenbombardement war schon der Favorit hier von den genannten. Oh, geil. Jetzt mal richtig hier fett umwandeln. Mit Grundreim mal alles, was das Schachspielerherz begehrt, oder? Felice, danke dir für die Partie und deine Unterstützung natürlich. Was kann ich dir mit auf den Weg geben? Öffnungsphase war gut. Moment mal, habe ich hier einfach einen Bauern eingestellt? Ich bin schon, ja, oder? Ja, hier der Bauer, nimm ihn mit, ne? Das war ein freier Bauer. Ich sollte, glaube ich, Dame D3 spielen. Ist hier diese Variante, oder? Dame D3. Ist das nicht? Nee, ach, keine Ahnung.
Auf jeden Fall nimm den Bauern, mit dem ich dir da geschenkt habe, und dann hier vielleicht mit dem. Ja, das war jetzt ein bisschen ungünstig. Nach A3 einfach auf C3 schlagen. Ich habe irgendwie ohne Sinn und Verstand gespielt, ne? Zweimal hier den Bauern auf E4 gegeben. Zu viel auf den Chat geachtet. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Okay. Was habe ich gesagt, dass ich zwei Partien mache? Das heißt, das ist jetzt die letzte Partie. So wird ein Shoot raus. Okay, wen haben wir? Manu. 20906. Unsere zweite Partie steht an. Okay, Chat. Was können wir noch machen an Eröffnung? Was haben wir noch nicht? Mittlerweile haben wir alles durch, ne? Von Orang-Utan, Crop Attack, Bomb Cloud, Double Night Rim Attack. Die Krabbe haben wir noch, habe ich auch schon neulich gemacht. Die Krabbe ist doch hier A4, hier die Bauern nach vorne, habe ich auch schon gemacht. Ich glaube, wir haben schon alles durchgespielt. Bird hatten wir heute auch schon. Bird hatten wir auch schon. Ja, Nash Inc., danke für diese Frage. Habe ich die Frage vorhin ignoriert? Wahrscheinlich dann zu Recht. Marscheangriff geht nicht mit Weiß. Geht nicht. Bauernzüge. Boteskambit dann im Mittelspiel. Sturmgambit. Was für Sachen ihr hier kommt? Nee. Da wollen wir nochmal die Bauern. Okay, wir können es nochmal probieren mit den Bauern. Okay. Wir probieren. Wir müssen schauen, wie die Partie läuft. Ne? Man kann das auch nicht erzwingen. Man kann das auch nicht erzwingen. Okay, probieren wir nochmal den Bauernrekord. Ne, die Krabbe war heute nicht Saskia. Die war ein andermal. Ah, das ist schon mal ein schlechter Start hier. E4, E5 ist schon mal ein schlechter Start. ist schon mal ein schlechter Start. Schon mal ein schlechter Start für den Rekordversuch. Vor allem, es wäre schlecht, wenn Manu 2906 jetzt auch weiß, worum es geht. Ich glaube, er ahnt es schon. Ich glaube, er ahnt es schon. Was ist der Rekord? Nee, 18 ist der Rekord, ne? Von The Big Greek und mir? Ich glaube, 18 ist der Rekord. Ich glaube, 18 ist der Rekord. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Neulich waren wir auch nah dran auf jeden Fall an dem Rekord. Aber hat dann doch nicht geklappt. Ja, die vernünftigen Bauernzüge sind mir schon ausgegangen. Das wird groß, 12 sagt. Wie kann ich mich am besten von 1700 Rating verbessern? Bin irgendwie stuck und komme nicht voran. Das wird groß. Ich hab die perfekte Lösung für dich, mein Lieber. Ich habe da so eine Schachschule, die ist online. Die nennt sich Chessence. So Kombination von Chess und Essence oder Excellence. Bin mir nicht sicher, eins von beiden. Und da gibt es ein Trainingsprogramm, erreiche 1400 DWZ. Es gibt auch eins für erreiche 1700 DWZ. Musst du selber schauen, was für dich besser passt. Kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen. Aber ich glaube, das würde dir enorm weiterhelfen. Ich glaube, das würde dir enorm weiterhelfen. Ich frage mich gerade, ob ich gegen Manu 2906 auch so viele Bauernzüge gemacht habe. Ich schau mal kurz. Nee, das war eine andere Partie gegen Manu davor. Okay. So, ich mach mal C4. Ich habe ein bisschen Sorge vor D5. Aber spielen wir erstmal G4. 10 Züge haben wir. 10 haben wir. 8 brauchen wir noch. 8 brauchen wir. Nee, 9 eigentlich noch. 9. Ui. Ich habe gar nicht so viele Bauern, die ich ziehen kann. Ich habe gar nicht so viel Bauern, die ich ziehen kann. Davor, das ist die letzte Partie. Das ist die letzte Partie. Insofern kann ich deinem Wunsch leider nicht Folge leisten. Kannst du mal ungarischen Aufbau erklären? Kenne ich nicht. Ungarischen Aufbau sagt mir nichts. Also ich glaube, ist nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig. Man muss vielleicht erstmal alle Bauern ein Feld vorziehen, sagt Stefan. Ja, das musste man wahrscheinlich machen, aber habe ich halt nicht gemacht. Und jetzt zahle ich hier den Preis. Ich habe jetzt erstmal die chinesische Mauer aufgebaut hier. So nennt man das, glaube ich. Alle bauen auf Weiß. Alle bauen auf Weiß. Es ist gut, dass er noch nichts angegriffen hat von mir, weil wenn er was angreifen würde, dann hätte ich, glaube ich, schnell ein Problem. So. Die Tonprobleme haben die guten Niklas in den Full Sarcasm-Mode katapultiert. Nein, ich bin niemals sarkastisch. Nie.
Okay, was haben wir? 13. 13. Noch 6. Komm, schlag mal auf B5. Haben wir noch einen? Komm, schlag auf B5. Komm schon, komm schon. Boah, sonst wird es echt schwer. Also 10 ist kein Problem. Aber 19? Du willst ja auch noch mal, oh, noch mal Queen sehen? Ah, ja. Ein Bootes Gambit-Style mit giftige, wie soll ich sagen, trojanisches Pferd, nee, trojanische Dame quasi. Das Knacken ist weg, ne, immerhin. Gibt es doch noch eine positive Nachricht am heutigen Tag. Ja, das ist der Stonewall, aber anders interpretiert. Dennis fragt, ist das nicht auch Verarschung gegen deine Gegenspieler? Ich meine, er kann es mir hier um die Ohren hauen, das steht ihm frei. Ne? Also, ich spiele einfach Schach und mein Gegner kann mir gerne meine ganzen Bauernzüge, kann er mir gerne widerlegen. Das steht ihm vollkommen frei. Nathaniel fragt, was passiert hier gerade? Wie 20 Bauernzüge? Ja, wir sind bei 15. Ihr seht es ja. Aber wo sollen jetzt die letzten Bauernzüge herkommen? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. 16. Ich habe nur noch zwei Bauern, die ich ziehen kann. Ich. 17. 17. Noch zwei. Noch zwei. Achtzehn. Wird's jetzt was? Komm, knacken wir den Rekord. Aber ich. Okay, wenn ich D5 spiele, habe ich den Rekord geknackt, aber ich bin in einem Zug matt nach Läufer F2. Ich glaube, das ist ein zu hoher Preis. Ich möchte die Partie eigentlich nicht verlieren. Ich glaube, wir müssen uns auf 18. Ich könnte auch H5 spielen, aber nee, nee, wir müssen andere Züge spielen. 18, ja, Rekord, ein Zug, ein Zug. Wir müssen jetzt hier anders spielen. So, Läufer D3, Springer F3, Springer F3 vielleicht erstmal. Turm kann nach G1 kommen, dann Läufer D3. Ich glaube, meine Steuerung ist noch einigermaßen okay. Ein Zug wäre noch gegangen, ihr Verrückten, ihr Verrückten. Ihr spielt ihr hier nicht, ne? Ihr spielt ihr hier nicht. Ich spiele ja hier. Klar, ihr hattet noch einen Bauern gemacht, ne? No risk, no fun. H5. H5, ja. Ja. Genau. So. Jetzt gehen wir mal auf Matt. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, geschafft. Manu, 2906. Danke dir für deine Partie und die Unterstützung. Du hättest schon früher im Zentrum aktiv werden können. Vielleicht hier oder. Vielleicht. Ja, C6 und D5. Öffne einfach das Zentrum. Wenn dein Gegner seine Figur nicht entwickelt, wie es jetzt hier der Fall war, weil ich 1000 Bauernzüge gemacht habe, dann wollen wir die Stellung öffnen. Wir wollen die Stellung so schnell wie möglich öffnen, damit wir den gegnerischen König angreifen können. Und C6 war deshalb genau der richtige Plan, aber hier nicht auf B5 schlagen, weil jetzt kannst du die Stellung nicht öffnen. D5 geht nicht so gut. Und F5 kriegst du auch nicht hin. Jetzt ist meine Stellung tatsächlich sehr fest. Natürlich keine gute Stellung hier, aber du kriegst die Stellung nicht geöffnet. Hier D5 und irgendwie dann versuchen, die Stellung zu öffnen. Und dann, ja, solltest du natürlich sehr gut stehen. Aber am Anfang der Partie hast du alles richtig gemacht, Figuren entwickelt, König in Sicherheit gebracht, Zentrum besetzt. Das passt alles. Das sieht alles sehr gut aus. Hey ho, sagt, du hast mir nichts auf den Weg gegeben. Ich habe doch nach jeder Partie, habe ich doch irgendwas gesagt zu der Partie. Hey ho, sag mal, wie du heißt. Sag mal, wie du heißt und dann gucke ich da nochmal drauf. Als nächstes kommt das Format Road to 20 Bauernzüge. Ja.
Irgendwann muss das nochmal möglich sein, die 20 Braunzüge, denke ich. Die 20 muss zu knacken sein. Genauso wie 2,6 zu knacken sind auf Leeches und auch wie ich die 70 Pünktchen auf im Puzzle Storm habe ich schon geknackt. Das habe ich nicht auf mir sitzen lassen. Aha, Legendary. Okay, schauen wir mal. Habe ich da echt nichts zu gesagt? Okay, gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Ah, okay, ja, das war. War das die Partie? Ah, okay, das war diese Partie. Okay, ja, du hast wahrscheinlich recht. Du hast wahrscheinlich recht. Okay, Legendary, sorry. Da war ich wahrscheinlich gerade mit anderen Sachen beschäftigt. Wie vielleicht im Ton oder so. Okay. Anfang der Partie ist super. D4, ja, kann man machen. Aber hier hast du mir eher geholfen, weil du gibst jetzt einfach dein Zentrum ab. Das bringt, denke ich, nicht so viel. Du könntest, ja, vielleicht deine Figuren weiterentwickeln, vielleicht Turm E8-E4, aber ich würde auf jeden Fall nicht hier jetzt, ja, D4 spielen und tauschen, weil letztendlich hilfst du mir nur. Okay, so. Was war jetzt hier? So weit, so gut. Ja. Ja, hier habe ich dich jetzt ein bisschen überrollt. Gut, der Computer sagt, F4 war ein fetter Fehler. Ah, du kannst. Was kannst du machen? Läufer G4? Schauen wir mal. Läufer G4? Nee, doch, Läufer G4 wäre jetzt gut gewesen, ja. Weil jetzt, so wie das gekommen ist, auch hier Läufer G4, dein Läufer wurde ein bisschen eingesperrt. Und das war jetzt problematisch. Ja, hier habe ich den Bauern geopfert, den solltest du nehmen auf jeden Fall. Jetzt habe ich. Springer G4 war super. Aber ich kann den Bauern gar nicht decken, scheinbar. So, was haben wir hier noch? B4. Springer C4 war auch super. Läuft C3. B6. B6. Direkt Turm. Ja, Läufer A4 wäre vielleicht ein netter Zug gewesen. Ja, meinte Computer, okay. Das war alles noch okay. Turm E2 auch super. Läufer G1 war jetzt ein guter Zug von mir, meinte Computer, ja. Und hier. Ja, du musst den Turm auf dem Brett behalten, damit du deine achte Reihe behältst. Damit du deine achte Reihe gedeckt behältst. Emanuel, du warst es, ja? Du sagst, es fiel mir schwer, sinnvolle Züge zu finden, da du alles zugepflastert hast. Ja, schau doch mal an, was ich zum Ende gesagt habe zum Video. Dann weißt du, wo du, was du hättest machen können. So. Was war deine Rekordanzahl an umgewandelten Bauern in einer Partie? Ja, weiß ich nicht. Okay. So, ja, jetzt nach dem Schlagen ist, glaube ich, zumindest aus praktischer Sicht sehr schwierig. Du musst hier unbedingt stoppen, dass ich mit meinem Turm reinkomme, Springer D6 und jetzt nach Läufer E6 ist vorbei, weil, ja, ich kann hier auch den, ja, Springer D4. Jetzt ist es vorbei, weil im schlimmsten Fall hole ich den Läufer ab auf A7. Okay, Legendary, jetzt hast du eine längere Besprechung bekommen als alle anderen. Sorry dafür, dass ich das verpasst hatte da. Danke dir für deinen Support. So, Freunde, 3 Stunden 40 sind wir am Start. Wir machen jetzt mal Schluss und wir finden noch jemanden zum Raiden. Wir finden noch jemanden zum Raiden. Wer wird das heute sein? Dr. Berger, Berger, haben wir auch lange nicht geradet. Komm, das ist doch eine einfache Wahl. Der macht jetzt gerade Just Chatting. Der macht die Road to 2500. Na, schau an. Aber jetzt macht er gerade Just Chatting. Er hat gerade erst angefangen zu streamen. Ja, das passt doch. Komm. Der Dr. Burger Burger ist auf dem Weg zu den 2,5 Hilfe auf Leeches. Den raiden wir jetzt mal, den guten Freund, den ich jetzt auch schon ja, fast ein Jahr nicht mehr gesehen habe. Ich weiß noch, bevor das losging, letztes Jahr im März, kurz davor, haben wir nochmal geblitzt in einer Kneipe hier in Berlin mit ein paar anderen noch. Marco Baldorf war dabei, Arik Braun. Und dann, seitdem habe ich den lieben Steve nicht mehr gesehen. So. Okay, Raid. Also grüßt meinen Steve, liebe Twitch-Leute. Und ja. An alle, die dabei waren heute, vielen Dank euch. An alle, die gespendet haben, an alle Mitglieder, noch an alle anderen. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ton wird das nächste Mal besser sein. Ich verspreche es hoch und heilig.
Und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder beim nächsten Stream. Bis dahin, ciao. So, das war jetzt erstmal die Twitch-Gemeinde und jetzt YouTube. Ich habe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich höre der Blitz mit Freunden 2.0. Ja, vielleicht mal in der Zukunft. Okay, mach's gut, Leute. Bis demnächst. Schöne Rest.